willkommen zurück zur Vorlesung Multivariate Verfahren. Schön, dass Sie heute auch wieder da sind. Und ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir in den ersten paar Sitzungen, erste vier Sitzungen, uns mit Grundlagen beschäftigen. Das sind also bestimmte mathematische Sachverhalte, die wir einführen, damit wir das, was danach kommt, überhaupt verstehen können. Und heute wird also das Thema Matrizen sein. Das ist das, was Sie im Mathematikstudium so unter dem Stichwort lineare Algebra lernen würden, was Sie vielleicht in der Schule schon im Ansatz als analytische Geometrie der Ebene und des Raumes kennengelernt haben. Und wir wollen hier das jetzt nicht in der Tiefe behandeln, wie das im Mathematikstudium behandelt werden würde, aber wir müssen gewisse Grundlagen legen, um, wie gesagt, überhaupt zu verstehen, was dann später kommt. Also Matrizen sind, könnte man sagen, die Worte in der Sprache der Datenanalyse. Ja? Es gibt viele datenanalytische Verfahren, die sich in dieser lineare Algebra-Form in Matrizenschreibweise darstellen lassen. Zum Beispiel das allgemeine lineare Modell, das multivariate allgemeine lineare Modell und auch viele der Verfahren, die wir hier kennenlernen werden. Man kann auch sagen, dass Vektoren, die Sie bereits kennen, letztendlich nur spezielle Matrizen sind, nämlich Matrizen mit genau einer Spalte. Man kann noch ein bisschen weitergehen und sagen, dass Skalare nur spezielle Vektoren sind, nämlich Vektoren mit nur einem Eintrag. Insofern können Sie von sich sagen, dass Sie schon immer mit Matrizen gerechnet haben, weil Sie ja mit Zahlen gerechnet haben. Und Zahlen sind Matrizen der Größe 1 mal 1. Ja? Matrizen können auch der Datenrepräsentation dienen. Das heißt, wenn Sie schon mal so ein bisschen mit R oder anderen Software-Packages gearbeitet haben und da so Datendateien eingelesen haben, werden Sie gemerkt haben, dass diese Daten dann oft so in Form von Data-Frames eingelesen werden, wo Zeilen für verschiedene Beobachtungen stehen, zum Beispiel Trials oder Probanden, und die Spalten dieser Tabelle oder Matrix für bestimmte Variablen, die für jede Beobachtung gemessen wurden. Matrizen können auch lineare Abbildungen repräsentieren. Das ist für uns deshalb wichtig, weil viele der Modelle, die wir behandeln, lineare Modelle sind. Und Matrizen können Vektorräume repräsentieren. Das ist für uns nicht ganz so wichtig, das ist eher für Mathematiker und Physiker wichtig. Aber zusammengefasst kann man sagen, dass Sie mit Matrizen sicher umgehen können und zum Beispiel elementare Operationen auf Matrizen durchführen können, ist unabdingbar dafür, dass Sie hier verstehen, was wir hier machen und diese datenanalytischen Verfahren nachvollziehen können. Gut, das ist also der Ablauf der heutigen Sitzung. Wir beginnen damit, dass wir definieren, was eine Matrix ist. Dann schauen wir uns ein paar grundlegende Operationen an und betrachten die Matrix-Inversion, die sehr wichtig ist. Und zum Schluss beschäftigen wir uns noch mit Determinanten und mit der Spur einer Matrix, was so zwei Kennzahlen von Matrizen sind. In welcher Weise genau, werden Sie dann sehen. Und bevor ich jetzt beginne, muss ich noch eine Sache zu dem Umfang der Vorlesung sagen. Also diese Vorlesung kommt in ähnlicher Form auch in der Bachelor-Vorlesung Allgemeines lineares Modell vor. Und da habe ich die letztes Semester gegeben und habe dafür 2 Stunden und 20 Minuten gebraucht. So viel Zeit haben wir heute natürlich nicht. Und deshalb habe ich zwei Maßnahmen ergriffen, dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Und die erste dieser Maßnahmen ist, dass ich den Abschnitt spezielle Matrizen auf nächste Woche verschoben habe. Das passt deshalb ganz gut, weil das Thema Eigenanalyse wesentlich kürzer ist. Und weil manche der speziellen Matrizen, zum Beispiel symmetrische Matrizen oder orthogonale Matrizen, auch für die Eigenanalyse wichtig sind. Und die andere Maßnahme ist die, dass ich hier jetzt im Durchgehen durch den Vorlesungsstoff die Beweise erstmal überspringen werde. Also diejenigen von Ihnen, die den Vorkurs mitgemacht haben, um die mathematischen Grundlagen aufzufrischen, haben ja schon gemerkt, dass wir hier den Stoff oft in Form von Definitionen und Theoremen präsentieren, also dass wir erst bestimmte Dinge definieren und dann bestimmte Aussagen über diese Dinge beweisen. Und
die Beweise sind natürlich nicht klausurrelevant und so weiter. Und deshalb werde ich die jetzt im Folgenden erstmal übergehen. Und wenn wir dann mit dem Vorlesungsstoff bis 18.45 Uhr durch sind, dann kann ich für diejenigen, die das interessiert, auch die Beweise nochmal präsentieren. Also wenn Sie das nicht interessiert, wie man die strengen allgemeinen mathematischen Beweise führt, dann können Sie gehen. Und wenn es Sie interessiert, dann können Sie auch bleiben. Gut, und damit will ich jetzt auch gar nicht weiter Zeit verstreichen lassen. Und wir beginnen mit dem ersten Abschnitt, Definition. Was ist eine Matrix? Eine Matrix ist eine rechteckige Anordnung von Zahlen, die wir wie folgt bezeichnen. Wir benutzen große Buchstaben, um Matrizen zu bezeichnen. Diese Matrix hier heißt A. Und wir schreiben dann in runden Klammern die Elemente der Matrix auf, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind. Jedes Element der Matrix hat einen bestimmten Namen, also das Element AIJ wäre das Element, was in der I-ten Zeile und in der J-ten Spalte steht. Man kann das Ganze dann auch so ein bisschen verkürzt schreiben, indem man hier sozusagen in einzeiliger Form AIJ in Klammern schreibt und dann für I und J noch den Definitionsbereich dieser Indizes angibt. Das heißt, I würde hier von 1 bis N gehen und J würde hier von 1 bis M gehen. Wie man sieht, Matrizen bestehen aus Zeilen und Spalten und die Matrizeneinträge AIJ haben einen Zeilenindex I, das ist immer der erste, und einen Spaltenindex J, das ist immer der zweite. Zum Beispiel gilt für diese Matrix, die hier unten abgebildet, das ist eine 4x4 Matrix mit 4 Zeilen und 4 Spalten, dass A32 gleich 4 ist. Ja, das ist diese Zahl hier. Also das dritte Element in der zweiten Spalte ist 4 oder mit anderen Worten, das zweite Element in der dritten Zeile ist 4. So. Matrizen haben eine bestimmte Größe, die auch als Dimension bezeichnet wird und die sich aus der Anzahl der Zeilen und der Spalten ergibt. Ja, also eine Matrix mit n Zeilen und m Spalten, das sind beides natürliche Zahlen, wird als n mal m Matrix bezeichnet. Matrizen, bei denen n gleich m ist, also gleich viele Zeilen wie Spalten, werden auch quadratische Matrizen genannt. Wir betrachten in der Folge nur Matrizen, bei denen alle Einträge reelle Zahlen sind. Und diese Matrizen bezeichnen wir auch als reelle Matrizen. Die Menge der reellen Matrizen mit n Zeilen und m Spalten bezeichnen wir mit diesem Symbol hier, Doppelstrich r hoch n mal m. Wobei das Doppelstrich r für die Menge der reellen Zahlen steht und das Malzeichen hier als Kreuz geschrieben wird. Ja? Also dieses Malzeichen hier ist nicht dazu da, dass es ausgerechnet wird, sondern das gibt die Dimensionalität der Matrix an. M Zeilen, m Spalten. Wenn wir also auf so einen Ausdruck stoßen wie A ist ein Element von r hoch 2 mal 3, dann können wir daran ablesen, dass A eine reelle Matrix ist, dass A 2 Zeilen hat und dass A 3 Spalten hat. Okay? Wir identifizieren die Menge r hoch 1 mal 1 mit der Menge r, das heißt Matrizen der Größe 1 mal 1 mit einer Zeile und einer Spalte sind dasselbe wie reelle Zahlen. Ja? Oder anders gesagt, reelle Zahlen sind 1x1 Matrizen. Und wir identifizieren die Menge r hoch n mal 1 mit der Menge r hoch n. Das bedeutet, Matrizen mit genau einer Spalte sind dasselbe wie n-dimensionale Vektoren. Ja, daraus folgt auch, dass alle Vektoren zunächst einmal Spaltenvektoren sind. Ich weiß nicht, wie Sie in der Schule Vektoren aufgeschrieben haben. Meistens sah das vermutlich irgendwie so aus. Und das sind also Spaltenvektoren, weil dieser Vektor hier nur eine Spalte hat und eine bestimmte Anzahl Zeilen. Man kann Vektoren natürlich auch so aufschreiben. Das wäre dann ein Zeilenvektor. Aber alle Vektoren sind grundsätzlich erstmal Spaltenvektoren. Man kann Zeilenvektoren aus Spaltenvektoren erzeugen, indem man sie transponiert, aber dazu kommen wir später noch. Gut, gibt es bis hierhin Fragen? Ja. Die Menge, also Zahlen hoch n mal m,
Ja. Das sind dann quasi auch alle Matrizen, die diese Dimensionen. Richtig. Und deren Einträge reelle Zahlen sind. Gut. Dann wollen wir weitermachen mit den Operationen. Also mit Matrizen kann man rechnen. Und wir betrachten jetzt ein paar grundlegende Matrixoperationen, die noch von halbwegs einfacher Natur sind. Und darunter fallen diese fünf, die hier aufgelistet sind. Also einmal, dass man zwei Matrizen gleicher Größe addiert oder subtrahiert. Das bezeichnet man als Matrixaddition und Matrixsubtraktion. Dass man eine Matrix mit einem Skalar, also mit einer reellen Zahl, multipliziert. Das heißt Skalarmultiplikation. Dass man die Zeilen und Spalten einer Matrix vertauscht. Das nennt sich Transposition. Dass man eine Matrix mit einer passenden zweiten Matrix multipliziert, Matrixmultiplikation. Wir werden später noch sehen, was passend hier in dem Zusammenhang bedeutet. Und als letztes die Division durch eine quadratische Matrix. Wobei Division hier in Anführungszeichen gesetzt ist, weil die Idee der Matrixinversion, so heißt das Ganze, eine Verallgemeinerung der Division in den reellen Zahlen darstellt, aber wie wir sehen werden, dass da bestimmte gewisse andere Regeln gelten als für die Division bei reellen Zahlen. Gut, dann fangen wir an mit der Matrixaddition. Also die Addition zweier Matrizen A und B ist definiert als diese Abbildung. Wir nehmen zwei Matrizen der gleichen Größe, n mal m, und bekommen eine Matrix derselben Größe zurück, n mal m, wobei die Einträge der Ergebnismatrix A plus B sich aus den Einträgen der Ausgangsmatrix ergeben. Ja? Das heißt, der Eintrag 2,1 der Ergebnismatrix A plus B wäre A2,1 plus B2,1. Daraus folgt, zwei Matrizen können nur addiert werden, wenn sie die gleiche Größe haben. Und die Matrixaddition ist elementweise definiert. Mit elementweise ist hier gemeint, dass man, um ein Element, um einen bestimmten Eintrag der Ergebnismatrix zu kennen, man nur die korrespondierenden Einträge aus den Ausgangsmatrizen kennen muss. Ja? Also der Eintrag 2,1 von A plus B ist A2,1 plus B2,1. Gut. Dann Matrix-Subtraktion. Die Matrix-Subtraktion ist komplett äquivalent definiert. Das heißt, wir haben hier die Abbildung von zwei Matrizen gleicher Größe, n mal m, auf eine Matrix derselben Größe, n mal m, wobei jeder Eintrag der Ergebnismatrix A minus B sich aus den entsprechenden Einträgen der Ausgangsmatrizen A und B ergibt. Also der Eintrag 1, 2 der Matrix A minus B wäre also A1, 2 minus B1, 2. Das heißt, auch hier gilt, Matrix-Subtraktion geht nur bei Matrizen gleicher Größe und wird elementweise durchgeführt. Gut, wir haben hier ein Beispiel, das rechne ich auch einmal vor, mit den beiden Matrizen A, 2, minus 3, 0, 1, 6, 5 und B, 4, 1, 0, minus 4, 2, 0. Das sind beides 2 mal 3 Matrizen, also können wir die addieren und das Ergebnis ist dann 2 plus 4 gleich 6. Minus 1, minus 3 plus 1 ist minus 2, 0 plus 0 ist 0. 1 minus minus 4 ist 1 plus 4. Entschuldigung. Ich habe jetzt ein Minus drin. 1 plus minus 4 ist 1 minus 4 ist minus 3. 6 plus 2 ist 8 und 5 plus 0 ist 5. Das ist die Matrix, die hier steht. Am Ende von Gleichung 7. Dann berechnen wir A minus B. 2 minus 4 ist minus 2. Minus 3 minus 1 ist minus 4. 0 minus 0 ist 0. 1 minus minus 4 ist 1 plus 4 ist 5. 6 minus 2 ist 4. Und 5 minus 0 ist 5. Das heißt, wir erhalten diese Matrix, die hier am Ende von Gleichung 8 steht. Und das ist tatsächlich genauso einfach, wie es auch aussieht. Gut. Dann kommen wir zur Skalarmultiplikation. Und die Skalarmultiplikation ist nicht eine Operation auf zwei Matrizen, sondern auf einem Skalar, also einer reellen Zahl und einer Matrix.
Das heißt, die Skalarmultiplikation einer reellen Zahl C und einer Matrix A ist definiert als die Abbildung, die eine reelle Zahl nimmt, die wird hier C genannt, und eine Matrix der Größe n mal m, die wird hier A genannt, und dann wird zurückgegeben wieder eine Matrix der Größe n mal m, wobei jeder Eintrag der Ergebnismatrix sich ergibt als C, also die reelle Zahl, mal der Eintrag der Matrix A, mal der entsprechende Eintrag der Matrix A. Das heißt, der Eintrag 2, 2 dieser Matrix CA würde sich ergeben als C mal A 2, 2. Ja? Man kann also auch hier davon sprechen, dass die Skalarmultiplikation elementweise definiert ist, aber das ist in leicht anderer Weise gemeint, weil wir nicht zwei Matrizen haben, die wir kombinieren, aber es ist auch elementweise in dem Sinne, dass wir, um ein Element der Ergebnismatrix kennen zu müssen, nur das entsprechende Element der Ausgangsmatrix und den Faktor, also den Skalar, kennen müssen. Gut, dazu haben wir auch ein Rechenbeispiel. Wir haben also hier die Matrix 3, 1, 1, 5, 2, 5, 2, 7, 1, 3, 4, 2. Das ist eine 4 mal 3 Matrix und wir haben C gleich minus 3. Dann ergibt sich die Matrix CA, indem man also minus 3 mit jedem Eintrag multipliziert. Dann haben wir hier minus 9, minus 3, minus 3. Minus 15, minus 6, minus 15, minus 6, minus 21, minus 3, minus 9, minus 12, minus 6. Und das ist die Matrix, die hier am Ende vom gleichen 12 steht. Das ist also wirklich genauso trivial, wie es aussieht. Ja, bitte. Ist das Skalar mal gegeben in der Aufgabe? Also das, ja, hast du jetzt gegeben mit minus 3. Ja, also um die Skalarmultiplikation ausführen zu können, muss der Skalar gegeben sein. Okay. Wir werden natürlich auch Fälle treffen, wo wir keine Zahlenbeispiele betrachten, sondern dass C eine Variable ist und dann müssen wir damit weiterrechnen. Okay. Das werden wir zum Beispiel am Ende der Vorlesung bei den Eigenschaften der Spur einer Matrix sehen. Okay. Gut, dann haben wir hier das Theorem vom Vektorraum. Also das ist so ein bisschen technisch jetzt, weil das eben sehr tief in Inhalte der linearen Algebra geht, wie man die im Mathematikstudium lernen würde. Ich will darauf jetzt nicht zu sehr eingehen und es ist auch nicht wichtig, dass Sie irgendwie den Beweis dieses Theorems kennen oder nachvollziehen. Für Sie ist dann wichtig, was hier auf der rechten Seite steht, dass eben bestimmte Rechenregeln gelten. Also das Theorem vom Vektorraum R hoch n mal m besagt, dass die Matrix der reellen Matrizen mit n Zeilen und n Spalten zusammen mit der Abbildung der Matrixaddition und der Abbildung der Skalarmultiplikation einen Vektorraum bildet. Und damit das der Fall ist, müssen eben bestimmte Eigenschaften erfüllt sein, die hier einmal aufgelistet sind. Ja? Also dazu zählen die Kommutativität der Addition, dass man also, wenn man zwei Matrizen addiert, die Reihenfolge vertauschen kann. Die Assoziativität der Addition, das heißt, wenn man eine Matrixaddition auswertet, kommt es nicht darauf an, wie man die Klammern setzt. Die Existenz eines neutralen Elements der Addition, das heißt, es gibt eine Matrix der Größe n mal m, die, wenn man sie zu einer Matrix dazu addiert, die Matrix so belässt, wie sie ist. Das ist natürlich die Nullmatrix, bei der alle Einträge Null sind. Es gibt die Existenz inverser Elemente der Addition, das heißt, zu jeder Matrix A gibt es eine andere Matrix, sodass, wenn man die beiden Matrizen addiert, man die Nullmatrix erhält. Das ist natürlich die Matrix, bei der man alle Elemente mit minus 1 multiplizieren würde. Dann die Existenz eines neutralen Elements der Skalarmultiplikation, das heißt, es gibt eine reelle Zahl, sodass, wenn man eine Matrix mit dieser reellen Zahl multipliziert, die Matrix dieselbe bleibt. Diese reelle Zahl ist natürlich die 1. Dann die Assoziativität der Skalarmultiplikation, das heißt, dass man Produkte in beliebiger Reihenfolge berechnen kann in den reellen Zahlen. Die Distributivität hinsichtlich der Matrixaddition, das heißt, dass man hier bei der Kombination von Matrixaddition und Skalarmultiplikation ausklammern kann. Und die Distributivität hinsichtlich der Skalarmultiplikation, das heißt, auch wenn der Faktor bei einer Skalarmultiplikation aus einer Summe besteht, dass man dann ebenfalls ausklammern kann. Also, den Beweis dieses Theorems betrachten wir nicht im Detail. Der würde sich einfach damit ergeben, dass
Also der ergibt sich mit dem elementweisen Charakter dieser Operationen, ja, wie wir gesehen haben. Matrixaddition und Skalarmultiplikation sind elementweise. Und dass eben dieselben Regeln, die wir hier haben, auch innerhalb der reellen Zahlen selbst gelten. Was für Sie wichtig ist, ist, dass wir hier diese Rechenregeln anwenden können, die auf der rechten Seite stehen. Und die werden schon manchmal zum Tragen kommen im Folgenden. Okay, dann kommen wir aber zur nächsten Operation und das ist die Transposition. Transposition ist ganz leicht, weil es im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass Zeilen und Spalten einer Matrix vertauscht werden. Ja, also wir haben die Abbildung, die eine n mal m Matrix nimmt und uns eine m mal n Matrix zurückgibt. Beachten Sie bitte hier, dass sich die beiden Dimensionalitäten n und m vertauscht haben. Das liegt daran, dass also in der Ergebnismatrix A transponiert, man sagt A transponiert, dass dort die erste Spalte zu der ersten Zeile wird oder dass die erste Zeile zu der allerersten Spalte wird. Also wenn Sie hier schauen, die Einträge der ersten Spalte A11 bis AN1 finden sich hier in der ersten Zeile wieder, A11 bis AN1. Und äquivalent kann man das auch mit der zum Beispiel letzten Zeile hier machen. Die Einträge der letzten Zeile AN1 bis ANM finden sich jetzt hier in der letzten Spalte der transponierten Matrix wieder. Ich habe dazu auch eine kleine Animation für Sie. Ja, also hier sehen Sie einmal, man kann sich die Transposition so vorstellen, dass man gewissermaßen einen Strich über die Hauptdiagonale dieser Matrix legt und dann die Matrix da so rüberkippt. Und wenn man dann die Operation nochmal durchführt, dann würde das dazu führen, dass die Matrix wieder über diese Diagonale hochgeflippt wird. Und aus dem Grund wird eben das Transponieren einer Matrix auch als Stürzen einer Matrix bezeichnet, weil es eben so aussieht, als würde man sie über diese Diagonale nach unten klappen. Okay. Für eine Matrix der Größe n mal m gilt immer, dass ihr Transponiertes die Größe m mal n hat. Für eine 1 mal 1 Matrix, das heißt eine reelle Zahl, gilt natürlich, dass das Transponierte gleich der Matrix selbst ist, weil eine 1 mal 1 Matrix hat ja nur einen einzigen Eintrag. Es gilt immer, dass wenn man die transponierte einer Matrix nochmal transponiert, dass man dann die Ausgangsmatrix zurückerhält. Das ergibt sich einfach daraus, wenn man Zeilen und Spalten einmal vertauscht und dann nochmal vertauscht, dann hat man den Originalzustand wiederhergestellt. Das war eben auch auf der Animation schon zu sehen. Und es gilt etwas diese etwas kompliziert aussehende Formel hier. Das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass die Elemente, die auf der Hauptdiagonalen der Matrix stehen, das heißt, wo Zeilen- und Spaltenindex gleich sind, dass die durch Transposition unberührt bleiben. Ja, also die bleiben an derselben Stelle stehen. Und das sehen wir auch auf dem nächsten Beispiel. Das habe ich scheinbar nicht angeschrieben. Hier haben wir also die Matrix 2, 3, 0, 1, 6, 5 und die transponierte dieser Matrix wäre dementsprechend, das ist eine 2 mal 3 Matrix und die transponierte wäre dementsprechend eine 3 mal 2 Matrix, bei der die Spalten der ersten Matrix zu den Zeilen werden. Das heißt, die würde lauten 2, 1, 3, 6, 0, 5. So, und wie Sie sehen, sind hier die 2 und die 6 haben ihre Position nicht verändert, weil sie auf der Hauptdiagonale stehen. Okay, Fragen bis hierher? Dann kommen wir jetzt zur Matrixmultiplikation. Und da wird es schon ein bisschen komplizierter, weil die Matrixmultiplikation eben nicht mehr elementweise definiert ist, wie wir sehen werden. Gegeben seien jetzt also zwei Matrizen A und B, wobei A die Größe n mal m und B die Größe m mal k hat. Beachten Sie bitte, dass hier das m zweimal vorkommt. Ja? Erstmal als Anzahl der Spalten in A und als Anzahl der Zeilen in B, das ist wichtig. Und dann ist die Matrixmultiplikation von A und B eine Abbildung, die Matrizen dieser Größe nimmt, n mal m und m mal k, und eine Matrix der Größe n mal k zurückgibt.
Ja, also diese innere Dimension, das N, ist jetzt gewissermaßen verschwunden und die Ergebnismatrix hat die äußeren Dimensionen N und K. So, und was ist das Matrixprodukt? Also die Matrix A mal B, die eben als Produkt dieser beiden Matrizen bezeichnet werden kann, hat Einträge, wobei jeder Eintrag IJ dieser Matrix eine Kombination ist aus der I-ten Zeile von A und der J-ten Spalte von B. Und zwar in dem Sinne, dass die korrespondierenden Elemente zuerst multipliziert und dann die Ergebnisse aufsummiert werden. Ja, wir betrachten das hier einmal an dem Beispiel Eintrag 2,1. Wir sehen also, wir haben hier die Elemente der zweiten Zeile von A, A2i, und die Elemente der ersten Spalte von B, BI1. Die werden elementweise miteinander multipliziert. Dann wird das Ganze aufsummiert und das ist dann der Eintrag 2,1 der Matrix AB. Das ist auch hier unten nochmal allgemeingültig aufgeschrieben, das heißt der Eintrag JL der Matrix AB wäre, entspräche dem miteinander multiplizierten und aufsummierten Werten der J-ten Spalte von A und der J-ten Zeile von A und der L-ten Spalte von B. Gut, dazu ein paar Bemerkungen. Also das Matrixprodukt ist nur dann definiert, wenn die Matrix A genauso viele Spalten hat, wie die Matrix B Zeilen hat. Das war dieses M, was hier in der Definition auftauchte. Ja? Also N, M und K sind grundsätzlich beliebig, aber das M muss zwischen beiden Matrizen übereinstimmen. Ansonsten kann die Matrixmultiplikation nicht durchgeführt werden, weil ansonsten hier keine elementweisen Produkte gebildet werden. Man kann das informell so beschreiben, dass man sagt, für die beteiligten Matrizen gilt, dass aus n mal m und m mal k wird n mal k. Ja, die innere Dimension verschwindet und die äußeren Dimensionen bleiben als Dimension der Ergebnismatrix erhalten. Und in der Ergebnismatrix AB ist der Eintrag IJ die Summe der miteinander multiplizierten Einträge von der i-ten Zeile von A und der j-ten Spalte von B. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber ich versuche es immer noch mal zu wiederholen, damit es auch wirklich klar wird. Das heißt also, beim Berechnen der Matrixmultiplikation kann man wie folgt vorgehen. Man nimmt sich die i-te Zeile von A, transponiert sie und legt sie in Gedanken über die j-te Spalte von B. Dieses Übereinanderlegen funktioniert, weil die inneren Dimensionen übereinstimmen und deshalb die Zeilen von A genauso viele Elemente haben wie die Spalten von B. Dann multipliziert man die korrespondierenden Elemente und summiert das alles auf. Das Ergebnis davon ist dann der Eintrag IJ in der Matrix AB, in der Matrix A mal B. Und ganz wichtig ist, die Multiplikation von Matrizen ist im Allgemeinen nicht kommutativ. Das heißt also, es gilt nicht notwendigerweise, dass A mal B gleich B mal A ist. Es gibt Spezialfälle von Matrizen, wo das der Fall ist. Aber im Allgemeinen ist es nicht der Fall. Das liegt allein schon daran, dass diese Matrizen A mal B und B mal A verschiedene Größe haben können, wie wir auch gleich anhand des Beispiels sehen werden. Bevor wir zum Beispiel kommen, hier noch eine Visualisierung, die Ihnen vielleicht helfen könnte, Matrixprodukte zu berechnen. Ja? Also es hilft, wenn man die Ausgangsmatrix A quasi links neben die Ergebnismatrix schreibt und die Ausgangsmatrix B über die Ergebnismatrix schreibt. Weil die Ergebnismatrix hat genauso viele Zeilen wie A und genauso viele Spalten wie B. Und dann kann man das so verstehen, dass quasi die Zeilen von A und die Spalten von B gemeinsam in einen Eintrag der Ergebnismatrix reinstrahlen und dort miteinander verrechnet werden. Ja? A11 mal B12 plus A12 mal B22 wäre also dieser Eintrag hier. Und der Eintrag 3,3 der Ergebnismatrix würde sich wiederum übergeben aus der dritten Zeile von A und der zweiten Spalte von B. Der dritten Spalte von B, Entschuldigung. Gut, wir rechnen das an durch. Und zwar haben wir hier diese beiden Matrizen. A ist eine
2 mal 3 Matrix, 2 minus 3, 0, 1, 6, 5. Und B ist eine 3 mal 2 Matrix, 4, 2, minus 1, 0, 1, 3. So. Wir wollen berechnen, das Matrixprodukt A mal B, was hier als C bezeichnet wird, und das Matrixprodukt B mal A, was hier als D bezeichnet wird. Es ist übrigens üblich, zumindest da, wo ich das gelernt habe, dass man sich die Dimension der Matrix beim Multiplizieren oft auch darüber schreibt. Das heißt, man kann hier oberhalb von A so notieren 2 mal 3 und hier 3 mal 2. Auf diese Weise kann man dann immer sehr schön überprüfen, dass die inneren Dimensionen übereinstimmen, und man kann auch leichter sehen, was die Dimensionalität der Ergebnismatrix sein wird. Was erhalten wir, wenn wir, also welche Dimensionen wird das haben, wenn wir eine 2 mal 3 Matrix mit einer 3 mal 2 Matrix multiplizieren? Ja? 2 mal 2. Das ist eine 2 mal 2 Matrix. So, hier haben wir eine 3 mal 2 Matrix und eine 2 mal 3 Matrix. Welche Dimensionalität wird es haben, wenn wir das multiplizieren? Ja? Richtig, eine 3 mal 3 Matrix. So, und hier dann sieht man schon, dass also AB nicht notwendigerweise BA ist, weil diese Matrizen werden schon verschiedene Größe haben und können deshalb nicht gleich sein. Okay, jetzt kommen wir dazu, das auszurechnen. 2 mal 2. Gut. So. Wir berechnen jetzt A mal B und betrachten zuerst den Eintrag 1, 1. Erste Zeile, erste Spalte. Das heißt, wir brauchen dafür die erste Zeile von A und die erste Spalte von B. 2 mal 4 sind 8, plus minus 3 mal minus 1 ist 3. Plus 0 mal 1 ist 0. 8 plus 3 ist 11. Okay? Nicht? Ich mach's mal einfach weiter, vielleicht wird es dann klar. wir kommen jetzt zum Eintrag 1, 2. Erste Zeile, zweite Spalte. Das heißt, wir nehmen die erste Zeile von A und die zweite Spalte von B. 2 mal 2 ist 4. Plus minus 3 mal 0 ist 0, plus 0 mal 3 ist 0, 4 plus 0 plus 0 ist 4. Okay, dann der Eintrag 2, 1. Zweite Zeile von A, erste Spalte von B. 1 mal 4 ist 4, plus 6 mal minus 1 ist minus 6, plus 5 mal 1 ist 5. So, 4 minus 6 ist minus 2. Plus 5 ist 3. Richtig. So. Haben wir noch eine Farbe? Ja, noch. So, jetzt kommt der Eintrag 2, 2. Dafür brauchen wir die zweite Zeile von A und die zweite Zeile von B. 1 mal 2 ist 2. Plus 6 mal 0 ist 0. Plus 5 mal 3 ist 15. Wir müssen 2 plus 15 rechnen, das ist 17. Gut, dann berechnen wir jetzt B mal A. B mal A ist eine 3 mal 3 Matrix. Das heißt, wir haben den Nachteil, dass wir jetzt mehr von diesen Skalarprodukten bilden müssen. Ich gehe mal schon weiter. Dafür sind die Skalarprodukte ein bisschen kürzer, weil wir müssen jetzt nicht mehr Dreiervektoren mit Dreiervektoren kombinieren, sondern Zweiervektoren mit Zweiervektoren. Bevor ich jetzt hier weitermache, schreibe ich das am besten noch mal ordentlich hin. So, wir hatten 2 minus 3, 0, 1, 6, 5, das war die Matrix A. Und wir hatten 4, 2, minus 1, 0, 1, 3, das war die Matrix B. So, jetzt berechnen wir B mal A. Jetzt müssen wir andersrum vorgehen, wir müssen jetzt die Zeilen von B und die Spalten von A nehmen. Eintrag 1, 1, erste Zeile von B, erste Spalte von A. 4 mal 2 ist 8, plus 2 mal 1 ist 2, 8 plus 2 ist 10. Immer noch erste Zeile von B, zweite Spalte von A. 4 mal minus 3 sind minus 12, plus 2 mal 6 sind
plus 12, minus 12, plus 12 sind 0. Erste Zeile von B, dritte Spalte von A für den Eintrag 1, 3. 4 mal 0 ist 0, plus 2 mal 5 ist 10, 0 plus 10 ist 10. Okay, ich mache weiter. Jetzt müssen wir die zweite Spalte, zweite Zeile von B benutzen und wieder die erste, zweite, dritte Spalte von A. Minus 1 mal 2 ist minus 2, plus 0 mal 1 ist 0, bleibt minus 2. Minus 1 mal minus 3 ist plus 3, plus 0 mal 6 ist 0, bleibt plus 3. Und minus 1 mal 0 ist 0 und 0 mal 5 ist 0, 0 plus 0 ist 0. Richtig. Und jetzt sind wir in der dritten Zeile der Ergebnismatrix, das heißt, wir brauchen die dritte Zeile der Matrix A und die Spalten 1, 2, 3. Ich mache das wieder nacheinander. 1 mal 2 ist 2, plus 3 mal 1 ist 3, sind dann 5. 1 mal minus 3 ist minus 3, plus 3 mal 6 sind 18, minus 3 plus 18 sind 15. 1 mal 0 ist 0, plus 3 mal 5 ist 15 und das ergibt auch 15. Gut. In den Selbstkontrollfragen finden Sie auch Matrixmultiplikationen, wo Sie das selber nochmal üben können. Und es ist durchaus ratsam, sich per Hand nochmal diese Beispiele durchzurechnen. Nicht, weil das irgendwie so eine große Leistung wäre, sondern weil man dann eine Intuition dafür gewinnt, wie die Matrixmultiplikation funktioniert. Okay. Gibt es Fragen bis hierher? Ja. Ja. Habe ich eine Frage, und zwar beim dritten gleich, oberste Zeile rechts oben. Müsste das nicht eine 10 sein, bitte 5? Hier steht dieser Antrag, ja? Ja. 4 mal 0 plus 2 mal 5. Richtig, hier muss 10 stehen. Das ist ein Typo. Das schreibe ich nochmal auf. Aber im Ergebnis ist wieder richtig, das stimmt, ja. Das ist also Folie 23, Gleichung 24, Zeile 3. Ja? Gut, Dankeschön, vielen Dank. War die andere Frage was anderes? Ja, bitte. Ja, klar, das kriegen Sie. Nein, nein, nein. Also es ist nichts davon gewonnen, wenn Sie lernen, Matrixmultiplikation im Kopf zu machen. Das wäre, also das ist ein Jahrmarkttrick. Ja? Natürlich können Sie das auf Papier auswählen. Ja. Aber es ist eine gute Frage, weil es gibt Klausurfragen, wo nach, keine Ahnung, der Summe zweier Matrizen oder dem Produkt zweier Matrizen gefragt wird. Gut, dann kommen wir jetzt zu ein paar Eigenschaften. Oder ein paar Theoremen, die Eigenschaften der Matrixmultiplikation betreffen. Und die erste hier ist der Zusammenhang von Matrixmultiplikation und Skalarprodukt. Also es seien x und y zwei n-dimensionale Vektoren und dann gilt, dass das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren dem Matrixprodukt x transponiert y entspricht. Was ist nochmal das Skalarprodukt zweier Vektoren? Das müssten Sie in der schon kennengelernt haben? ja, ist ein bisschen länger her, aber zwei Vektoren sind orthogonal, wenn das Skalarprodukt 0 ist. Ja, können Sie sich noch erinnern? Ich weiß jetzt nicht, wie man das geschrieben hat, aber das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren, 1, 2 und 3, 4, was wäre das? Das ist ein Skalarprodukt. Das heißt, man multipliziert also die Elemente der beiden Vektoren, die Einträge der beiden Vektoren elementweise und summiert dann auf. Ja, über alle Einträge. So, und da ist hier die erste Aussage des Theorems, dass das Skalarprodukt zweier Vektoren
diesem Matrixprodukt x transponiert y entspricht. Und das ist sehr leicht zu zeigen. Also, und zwar kann man das wie folgt machen: x transponiert y. Wir haben also hier, wir haben jetzt n-dimensionale Vektoren. Das heißt, ein Vektor x mit den Anträgen x1 bis xn, der wird transponiert. Und ein Vektor y mit den Einträgen y1 bis yn. So. Das sind beides n mal 1 Matrizen. Ja, die haben eine Spalte und n Zeilen. Wenn wir jetzt den Vektor x transponieren, dann wird daraus der Zeilenvektor x1 bis xn. Y1 bis yn bleibt stehen. Und jetzt haben wir hier gewissermaßen eine 1 mal n Matrix und eine n mal 1 Matrix. Welche Dimensionalität hat die Größe dieses Matrixprodukts? Bitte? 1 mal 1, richtig. Das heißt, das ist ein Skalar, was da rauskommt, eine reale Zahl. Ja? Und welche? Naja, das können wir ja leicht ausrechnen. Wir haben hier eine Zeile und eine Spalte. Das heißt, wir multiplizieren elementweise x1 mal y1 plus x2 mal y2, x3 mal y3 und so weiter, bis xn mal yn ist gleich die Summe aller Produkte xi mal yn für alle Einträge dieser Vektoren. Ja. Und das ist nichts anderes als das Skalarprodukt, was wir hier mit diesen Spitzenklammern dargestellt haben. Spitze Klammer auf, x, y, Spitze Klammer zu. Okay, das ist das Skalarprodukt und was hat das jetzt mit Matrixmultiplikation zu tun? Also wir stellen uns vor, dass wir die Zeilen von A gegeben haben mit in dieser Form als A quer I oder AI quer, das sollen also die Zeilen von A sein, und dass wir die Spalten von B, also einer zweiten Matrix, gegeben haben als BJ quer. Ja? Dann kann man das so aufschreiben, dass A transponiert quasi die Aneinanderkonkatenierung der Vektoren A1 quer, A2 quer bis AM quer ist, während die Matrix B die Aneinanderkonkatenierung, Konkatenierung heißt übrigens Zusammenführung, Zusammenfügung der Vektoren, der Spaltenvektoren B1 quer bis BK quer ist. So. Und dann gilt, dass das Matrixprodukt diejenige Matrix ist, wo jeder Eintrag IJ das Skalarprodukt der Vektoren AI quer und BJ quer ist. So, das ergibt sich schlicht und einfach daraus, wie wir die Matrixmultiplikation berechnet haben, definiert haben. Ja? Also wir haben gesagt, jeder Eintrag ist so eine elementweise Multiplikation der Einträge und dann Aufsummierung. Und das ist letztendlich nichts anderes als das Skalarprodukt der i-ten Zeile und der j-ten Spalte. Der i-ten Zeile von A und der j-ten Spalte von B. Das würde hier nur noch mal auf andere Art und Weise ausgedrückt. Ja, jeder Eintrag eines Matrixprodukts ist ein Skalarprodukt zweier Vektoren. Gut. Man kann das dann auch benutzen, um noch ein anderes Theorem zu formulieren, nämlich das über die Summe der Quadrate aller Einträge eines Vektors. Also gegeben sei ein n-dimensionaler Vektor x und dann kann man die Summe der Quadrate aller Einträge dieses Vektors dadurch darstellen, dass man den Vektor transponiert und dann mit sich selbst multipliziert. Das ist dann die Summe über alle Einträge ixi Quadrat. Der Beweis dafür, der steht hier unten einmal auf der Folie und der würde quasi komplett analog laufen zu dem Beweis, den ich eben gemacht habe für das Skalarprodukt als Matrixmultiplikation. Ja, das ist also ein Spezialfall von dem vorherigen Theorem und insbesondere im allgemeinlinearen Modell ist das sehr nützlich, weil man da zum Beispiel residuelle Quadratsummen hat. Residuelle Quadratsumme, schon mal gehört? Ja, gut. Und die residuelle Quadratsumme ist ja nichts anderes als die Summe der Quadrate aller Einträge des Residuenvektors. Ja, das heißt, man kann dann sehr handlich die residuelle Quadratsumme aufschreiben. Und auch für die Verfahren, die wir hier betrachten, zum Beispiel Multivariate, Varianzanalyse, sind natürlich sowas wie Quadratsummen von Bedeutung. Generell wird oft so eine quadrierte Form x transponiert x, vielleicht noch mit einer Matrix dazwischen, oft in der Vorlesung auftauchen und deshalb ist es ganz nützlich. Gut, dann haben wir noch zum Schluss einen Zusammenhang von Matrixmultiplikation
und Transposition. Und der sieht so aus, dass wenn man ein Matrixprodukt transponiert, dass das Ergebnis davon dann das Produkt der transponierten Matrizen ist, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Ja, also A, B transponiert ist nicht A transponiert mal B transponiert, sondern ist B transponiert mal A transponiert. Das hat mit der Dimensionalität der Matrizen zu tun. Beweis steht hier unten auf der Folie, aber würde ich, wie gesagt, auch später verschieben, wenn wir mit dem anderen Stoff durch sind. Gibt es bis hierhin Fragen? Okay, also im vorherigen Semester war das ganz gern gesehen, wenn wir in der Vorlesung eine Pause gemacht haben. Ich bräuchte keine Pause, aber wenn Sie das wünschen, dann könnten wir einmal so 5 Minuten durchlüften und dann weitermachen. Wollen Sie eine Pause machen? Sie wollen eine Pause machen. Okay, dann machen wir weiter um 18.08 Uhr. Okay, dann... Dann machen wir weiter, und zwar mit den inversen Matrizen. Und dazu zunächst ein paar einführende Bemerkungen, inverse Matrizen. Ja? Also die Idee ist folgende. Stellen Sie sich vor, wir haben gegeben eine n mal n quadratische Matrix A und zwei n-dimensionale Vektoren x und b, wobei b bekannt sei und x unbekannt sei. Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass diese, wir sind jetzt hier im Fall n gleich 2, also dass wir hier eine 2 mal 2 Matrix A, 1, 2, 3, 4 und einen zweidimensionalen Vektor B, 5, 11 haben. Dann können wir diese Größen benutzen, um ein lineares Gleichungssystem zu formulieren. Also AX gleich B hätte diese Form hier, die Matrix 1, 2, 3, 4, mal den zweidimensionalen Vektor X mit den unbekannten Einträgen x1 und x2 und dem ist gleich dann auf der anderen Seite b, also dem Vektor mit den Einträgen 5 und 11. Hier haben wir eine 2x2 Matrix und hier einen 2x1 Vektor. Was kommt dabei raus, wenn wir die multiplizieren? (lacht) 2x2 multipliziert mit 2x1 ergibt. Ja? 2x1, richtig. Und die beiden Einträge sind hier aufgeschrieben. Das heißt, diese Gleichung würde das Gleichungssystem darstellen: 1 mal x1 plus 2 mal x2 ist gleich 5 und 3 mal x1 plus 4 mal x2 ist gleich 11. Was hier auf der linken Seite steht, ist die Ausmultiplizierung dieses Matrixprodukts. Ja? 1 mal x1 plus 2 mal x2, 3 mal x1 plus 4 mal x2. Das heißt, wir haben ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Ist dieses Gleichungssystem lösbar? Eine Idee? Hat dieses Gleichungssystem eine Lösung? Ja oder nein? Was haben Sie gesagt? Ja. Im Allgemeinen hat dieses Gleichungssystem eine Lösung. Ja? Wir könnten Pech haben, dass also diese beiden Gleichungen im Wesentlichen dasselbe aussagen, zum Beispiel indem es einfach multiplizierte Versionen voneinander sind, dann hätte dieses Gleichungssystem unendlich viele Lösungen. So gibt es eine eindeutige Lösung. Ja? Und wir stellen uns vor, dass wir diese Lösung wissen möchten. Also wir wollen wissen, welches x1 und x2 dieses Gleichungssystem erfüllt. Und wenn jetzt A, X und B alles reelle Zahlen wären, also keine Vektoren und Matrizen, sondern reelle Zahlen, dann wüssten wir natürlich, wie die Gleichung zu lösen ist. Ja? Also wenn Sie jetzt die Gleichung A mal X gleich B gegeben hätten, wie würden Sie die lösen oder was würden Sie damit machen? Gleich b, was tun Sie?
umstellen, genau. Und wie machen wir das? Was müssen wir hier in dem Fall machen? Also die Frage ist, wie wir diese Gleichung nach x umstellen können. Ax gleich b. Sie haben eine Idee? Durch a teilen, genau. Also wir würden durch a teilen oder mit anderen Worten mit dem multiplikativen Inversen von a multiplizieren. Ja? Das multiplikative Inverse einer reellen Zahl, das wird hier als a hoch minus 1 bezeichnet, ist einfach gegeben durch das Reziproke dieser Zahl. 1 durch a. So, wenn wir hier auf der linken Seite mit 1 durch a multiplizieren, haben wir 1 durch a mal a, kürzt sich weg, ergibt 1. Steht auf der linken Seite nur noch x. Auf der rechten Seite bliebe über 1 durch a mal b. Und 1 durch a mal b ist dasselbe wie b durch a. Gut. Hier haben wir ein Zahlenbeispiel. Wenn also die Gleichung 2x gleich 6 lauten würde, würden wir durch 2 teilen, oder anders gesagt, wir würden mit dem multiplikativen Inversen von 2 multiplizieren. Das multiplikative Inverse von 2 ist 1/2. 1/2 mal 2 kürzt sich weg, bleibt nur noch x auf der linken Seite. 1/2 mal 6 ist dasselbe wie 6 durch 2, ergibt 3. So, dann hätten wir die Lösung der einen Gleichung gefunden. Wir haben es hier aber mit einem Gleichungssystem zu tun, was nicht durch reelle Zahlen, sondern durch Matrizen und Vektoren dargestellt wird. Und man möchte jetzt für diese Matrix, für diese quadratische Matrix A, genau dasselbe tun wie für die reelle Zahl A. Das heißt, man möchte sowas wie ein multiplikatives Inverses einführen, sodass, wenn man A mit diesen multiplikativen Inversen multipliziert, dass dann 1 rauskommt. Und dieses 1 steht jetzt in Anführungszeichen, weil da wird nicht 1 rauskommen, sondern das neutrale Element der Matrixmultiplikation. Das werden wir gleich sehen, wie das genau geht. Wenn das nämlich so ist, dann können wir dieses Gleichungssystem quasi handstreichartig lösen, indem wir hier von links mit a hoch minus 1, also mit dem multiplikativen Inversen dieser Matrix, multiplizieren. Dann steht hier a hoch minus 1 mal a. A hoch minus 1 mal a soll sich wegheben. Dann bleibt also hier links nur noch x stehen. Und rechts hätten wir a hoch minus 1 mal b, was dann die Lösung des Gleichungssystems wäre. So, diese Idee eines multiplikativen Inversen für quadratische Matrizen generalisiert also das Teilen durch in den reellen Zahlen. Und das werden wir im Folgenden betrachten. Gut, dafür müssen wir aber erst wieder ein paar Grundlagen schaffen, und zwar zum Beispiel in Form der Definition einer Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix sei folgende Matrix. Die Einheitsmatrix wird als IN bezeichnet, das ist die n-dimensionale Einheitsmatrix. Und das ist eine n mal n Matrix, bei der alle Einträge 0 sind, außer die Einträge auf der Diagonale, die alle 1 sind. Ja? Das heißt, die n-dimensionale Einheitsmatrix ist eine Matrix der Größe n mal n, die auf den Diagonalen, die alle Diagonalelemente 1 hat und sonst überall 0. So, ich habe Ihnen hier mal drei Beispiele dafür angeschrieben. Das ist die eindimensionale Einheitsmatrix I1. Die besteht nur aus einem einzigen Eintrag, nämlich der 1. Das ist die zweidimensionale Einheitsmatrix, 1, 0, 0, 1. Das ist die dreidimensionale Einheitsmatrix, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So. Mehr ist da nicht dahinter, ja? Und in R kann man die Einheitsmatrix zum Beispiel mit dem Befehl diag n erzeugen. Also wenn Sie jetzt die 10-dimensionale Einheitsmatrix in R erzeugen wollen, müssen Sie diag in Klammern 10 eingeben. Der Buchstabe I kommt daher, dass das Ganze auf Englisch Identity Matrix heißt, und deshalb könnte es sein, dass mir manchmal auch Identitätsmatrix rausrutscht. Wenn ich Identitätsmatrix sage, dann bedeutet das das Gleiche wie Einheitsmatrix. Gut, was ist jetzt so speziell an der Einheitsmatrix? Die Einheitsmatrix ist das neutrale Element der Matrixmultiplikation. Damit ist gemeint, dass für eine beliebige Matrix A der Größe n mal m, wenn sie mit der Einheitsmatrix multipliziert wird, nichts passiert. Die Matrix bleibt erhalten. Ja? Das heißt, in mal a ist gleich a. Und a mal im ist auch gleich a. Wir haben hier IN und IM, weil
wir für die Matrixmultiplikation passende Matrizen brauchen. Ja? Gut. Mit anderen Worten, wenn die Multiplikation einer Matrix mit der Einheitsmatrix definiert ist, verändert sich die Matrix dadurch nicht und die Einheitsmatrix kann quasi aus dem Produkt verschwinden. Ja? Und in der Hinsicht ist die Einheitsmatrix wie die 1 in den reellen Zahlen. Weil die 1 in den reellen Zahlen können wir auch immer aus dem Produkt rausnehmen. Gut, hier unten auf der Folie steht ein Beweis dafür. Ich glaube, instruktiver ist es, wenn wir uns das anhand eines Beispiels angucken. Das heißt, ich werde jetzt einmal vorrechnen, das Produkt aus der Einheitsmatrix I2 und der Matrix A, wobei die Einheitsmatrix I2 1, 0, 0, 1 ist und, die und A gegeben sein soll als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mal 3 Matrix. Ja? So, das ist eine 2 mal 3 Matrix. Das ist eine 2x2 Matrix, das heißt, das Ergebnis davon wird eine 2x2 Matrix sein. Entschuldigung, wird eine 2x3 Matrix sein. Äußere Dimensionen. Okay? So, wie gehen wir jetzt vor? Wir sind beim Eintrag I1, beim Eintrag 1,1. Erste Zeile von I2, erste Spalte von A. 1 mal 1 plus 0 mal 4 ist 1. Erste Zeile von I2, zweite Spalte von A. 1 mal 2 plus 0 mal 5 ist 2. Erste Zeile von I2, dritte Spalte von A. 1 mal 3 plus 0 mal 6 ist 3. Jetzt kommen wir zur zweiten Zeile der Ergebnismatrix. Da brauchen wir die zweite Zeile von I2, 0, 1 und die Spalten von A. 0 mal 1 plus 1 mal 4 ist 4. 0 mal 2 plus 1 mal 5 ist 5. 0 mal 3 plus 1 mal 6 ist 6. Das heißt, auf magische Art und Weise haben wir hier eine Matrixmultiplikation durchgeführt, die gar nichts macht. Und das ist eben das, was das Theorem besagt. Die Einheitsmatrix ist das neutrale Element der Matrixmultiplikation. So, und das können wir jetzt als Grundlage benutzen, um die Begriffe der invertierbaren Matrix und der inversen Matrix einzuführen. Gegeben sei eine quadratische Matrix A der Größe n mal n, dann heißt diese Matrix invertierbar, wenn es eine andere Matrix gibt, sodass die andere Matrix multipliziert mit A, also entweder A hoch minus 1 mal A oder A mal A hoch minus 1, gleich die n-dimensionale Einheitsmatrix. Wenn das der Fall ist, dann heißt diese Matrix A hoch minus 1, wird auch A-invers genannt, die inverse Matrix von A oder auch nur inverse, die inverse dieser Matrix. Gut. Das heißt, Invertierbarkeit und inverse Matrix bezieht sich auf quadratische Matrizen. Quadratische Matrizen können invertierbar sein, müssen aber nicht invertierbar sein. Es gibt quadratische Matrizen, die invertierbar sind und es gibt quadratische Matrizen, die nicht invertierbar sind. Matrizen, die nicht invertierbar sind, nennt man auch singuläre Matrizen. Das ist dann oft auch eine Fehlermeldung, die Sie in den entsprechenden Software-Packages erhalten. Matrix ist singular, was bedeutet, dass die Matrix nicht invertiert werden kann. Für eine Matrix der Größe 1x1 gilt, dass ihr Inverses einfach dem Reziproken des einzigen Eintrags entspricht. Diese Definition sagt uns jetzt nur, was eine inverse Matrix ist, nicht wie wir sie berechnen können. Ja? Also das heißt, wir können diese Definition benutzen, um zu überprüfen, ob eine Matrix, eine bestimmte Matrix, die Inverse zu einer anderen gegebenen Matrix ist. Hier ist jetzt keine Berechnungsvorschrift, die wir unmittelbar daraus ableiten können, aus dieser Definition. Und deshalb sind auch die Beispiele so gestrickt, dass wir jetzt hier nicht die inversen Matrizen berechnen, sondern dass wir überprüfen, dass es die Inversen sind. Wir haben hier einmal die Matrix A, 2, 1, 3, 4. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, die Inverse dieser Matrix sei 0,8, minus 0,2, minus 0,6, 0,4. So, wir stellen uns vor, das sei einfach vom Himmel gefallen. Ja? Wie können wir jetzt überprüfen, ob A invers die Inverse von A ist?
es mal so, auf der Folie sind beide Varianten gegeben. Ich meine es mal so, dass sich A invers mit A multipliziert. So, dann haben wir hier erste Zeile von A invers mal erste Spalte von A. 0,8 mal 2 sind 1,6 plus minus 0,2 mal 3 sind minus 0,6, 1,6, minus 0,6 sind 1. Dann haben wir den Eintrag 1, 2, das heißt die erste Zeile von A invers, zweite Spalte von A. 0,8 mal 1 sind 0,8 plus minus 0,2 mal 4 sind minus 0,8. 0,8 minus 0,8 ist 0. Jetzt komme ich zur zweiten Zeile dieser Matrix. Dabei brauchen wir die zweite Zeile von A invers und die beiden Spalten von A. Fangen wir mal mit dem Eintrag 2, 1 an. Minus 0,6 mal 2 ist minus 1,2. Plus 0,4 mal 3 ist auch 1,2. Minus 1,2 plus 1,2 ist 0. Dann zweite Zeile, zweite Spalte. Minus 0,6 mal 1 plus 0,4 mal 4 ist minus 0,6 plus 1,6 ergibt 1. Und das ist die zweidimensionale Einheitsmatrix. So. Sie können jetzt auch ausrechnen A mal A invers und da wird dasselbe rauskommen, nämlich die zweidimensionale Einheitsmatrix. Dann haben wir hier unten noch ein Beispiel für eine nicht invertierbare Matrix. Und zwar die Matrix B 1, 0, 0, 0. Wir können leicht zeigen, dass die Matrix nicht invertierbar ist, mit folgendem Widerspruchsbeweis, also ein indirekter Beweis durch Widerspruch. Und zwar, wenn die Matrix B invertierbar wäre, dann gäbe es eine Matrix A, B, C, D, wo das B mal diese Matrix die Einheitsmatrix wäre. So, dann rechnen wir das mal aus. 1, 0, 0, 0 mal A, B, C, D. 2 mal 2 mal 2 mal 2 ergibt 2 mal 2. 1 mal A plus 0 mal C ist A plus 0, also A. 1 mal B plus 0 mal D ist B plus 0, also B. 0 mal A plus 0 mal C ist 0. 0 mal B plus 0 mal D ist 0. Und diese Matrix kann unmöglich der zweidimensionalen Einheitsmatrix entsprechen, weil die zweidimensionale Einheitsmatrix hier an der Stelle eine 1 hat. Und 0 kann nicht 1 sein. Aus dem Grund ist diese Matrix nicht invertierbar. Gut. Es gibt die Definition, wie ich bereits gesagt habe, gibt uns keine Berechnungsvorschrift für invertierbare Matrizen. Aber es gibt für bestimmte Spezialfälle Formeln, zum Beispiel für das Inverse einer 2x2-Matrix. Ja? Also wenn wir eine 2x2-Matrix hier in der Form aufschreiben, mit den Einträgen A11, A12, A21, A22, dann ist die Inverse dieser Matrix gegeben durch diese Formel hier in Gleichung 41. Das heißt, um die Inverse einer 2x2-Matrix zu finden, muss man Folgendes tun. Man vertauscht zunächst die Diagonalelemente. A11 wird zu A22 und umgekehrt. Und dann multipliziert man die Nicht-Diagonalelemente mit minus 1, also verändert das Vorzeichen. Und dann teilt man das Ganze noch durch diese Differenz hier. A11 mal A1 mal A22 minus A12 mal A21. Und wir werden gleich sehen, dass das der Determinante einer 2x2-Matrix entspricht. Und was Determinanten sind, kommt wie gesagt im nächsten Abschnitt. Ja, da ist eine Frage. Ah ja, Entschuldigung. Ich habe in der Vorlesung ein paar Typos korrigiert und auch diese beiden Folien hier, 33, 34, noch hinzugefügt. Das habe ich erst vor, keine Ahnung, 3 Stunden oder so hochgeladen. Ich glaube, die Webseite wird immer nur ab und zu aktualisiert mit dem, was wir da hochladen. Und also nicht ab und zu, sondern zweimal am Tag. Ja? Und machen Sie sich also bitte eine Notiz, dass da noch 2 Folien sind und dann laden Sie sich die morgen runter zum Beispiel. Ja, sorry dafür.
Also die Folien für Eigenanalyse haben sich auch nochmal verändert. Das heißt, es wäre gut, wenn Sie die vor der Vorlesung nächste Woche auch nochmal runterladen. Und alle weiteren Vorlesungsfolien standen noch nicht online, die kommen jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen. Gut. So, das kann man beweisen. Diesen Beweis wollen wir jetzt aber nicht betrachten, sondern nachher im Anschluss. Noch ein paar allgemeine Bemerkungen zu dem Invertieren von Matrizen. Also man kann für Matrizen bis zur Größe etwa 5x5 die per Hand invertieren. Per Hand invertieren heißt, das auf dem Zettel aufschreiben, ohne dabei komplett verrückt zu werden. Ja? Natürlich kann man auch 10x10 Matrizen per Hand invertieren, aber nicht ohne dabei verrückt zu werden. Gut. Wenn man jetzt Mathematik studiert, dann lernt man dazu verschiedene Verfahren. Eines dieser Verfahren ist zum Beispiel Gauß-Jordan-Elimination. Das haben Sie auch in der Schule verwendet, wenn Sie lineare Gleichungssysteme gelöst haben, indem Sie die in diese Dreiecksform gebracht haben. Ja? Und nicht? Okay, ist aber egal. Jedenfalls, wir führen jetzt auch nicht im Detail in diese Matrizeninversion ein, weil wir ja Software-Packages haben, die Matrizeninversion für uns übernehmen. Das heißt, es ist nicht wichtig, dass Sie eine Matrix der Größe 10x10 invertieren können. Das lassen wir von unseren Software-Packages und Statistikprogrammen machen. Falls Sie aber das Thema interessiert, dann können Sie sich hier ein 30-minütiges englisches Erklärvideo angucken. Und es ist ja auch sehr interessant. In der Anwendung, das heißt in der angewandten Statistik, wenn wir also unsere linearen Modelle aufstellen und schätzen und so weiter, werden Matrizen numerisch invertiert. Numerisch invertiert bedeutet dabei, dass es halt keine analytischen Formeln gibt, die irgendwie Berechnungsvorschriften darstellen, sondern dass der Computer bestimmte iterative Schritte unternimmt, die ihn dann beliebig nah an das Inverse der Matrix heranführen. Auch für sehr große Matrizen. Ja, also ein Computer kann auch eine 1000x1000 Matrix invertieren, was für Menschen vermutlich nicht in ihrer Lebensspanne möglich wäre. Diese Techniken, also Matrix-Inversion, ist also ein sehr aktives Feld in der Forschung. Und da gibt es sehr viele Algorithmen, die auch immer weiter optimiert werden. Und in R sind einige dieser Algorithmen auch implementiert, zum Beispiel in dem Paket matlib. Und da ist es insbesondere der Befehl solve, der wichtig ist, der also dazu dient, Matrizen in R zu invertieren. Und wir werden, glaube ich, mehr erfahren im Seminar darüber morgen, wenn also das Seminarblatt Matrizen vorgestellt wird. Gut, gibt es Fragen bis hierher? Okay, dann kommen wir jetzt zu Determinanten und was das überhaupt bedeutet. Die Determinante ist eine bestimmte Kennzahl einer Matrix. Also dabei wird aus einer n mal n Matrix eine einzelne Zahl berechnet. Aber bevor wir dazu kommen, wie, müssen wir hier zunächst so eine bestimmte Notation kennenlernen. Also gegeben sei eine n mal n Matrix A und dann seien Groß AIJ, also ich betone jetzt hier Groß AIJ, weil wir die Einträge dieser Matrix mit Klein AIJ bezeichnen. Und Groß AIJ sei jetzt die Matrix, die aus der Matrix A entsteht, wenn man die i-te Zeile und die j-te Spalte entfernt. Das ist gewissermaßen so eine Art Submatrix. Ja? Hier auf der Folie ist auch ein Beispiel, ich schreibe mal kurz auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das ist die Matrix A in dem Fall. Und die Matrix A11 ergibt sich also, indem man aus dieser Matrix die erste Zeile und die erste Spalte entfernt. Das heißt, die Matrix A11 wäre dann 5, 6, 8, 9. Ja? Analog zum Beispiel die Matrix A22, die sich dadurch ergibt, dass man die zweite Zeile und die zweite Spalte entfernt. Das heißt, da bleibt dann über 1, 3, 7, 9. So. Damit wir das erstmal verstanden haben, dann können wir wieder hochgehen in die Definition. Da ist jetzt also beschrieben, wie die Determinante einer Matrix berechnet wird. Die Determinante einer Matrix ist entweder der einzige Eintrag dieser Matrix, wenn es eine 1x1-Matrix ist, also wenn n gleich 1 ist, dann entspricht die Determinante
dem einzigen Eintrag dieser Matrix. Oder, falls n größer als 1 ist, ist die Determinante gegeben durch diese Formel hier. Das ist also die Summe über alle j gleich 1 bis n von a1j im j-ten Eintrag in der ersten Zeile, gewichtet mit einem Vorzeichen hier, plus oder minus 1, mal die Determinante der Submatrix a1j, die also entsteht, wenn man die erste Zeile und die j-te Spalte weglässt. Ja? Sie sehen hier, dass die Definition der Determinante gewissermaßen rekursiv ist. Ja? Um die Determinante einer 3x3-Matrix zu berechnen, müssen wir die Determinanten von 2x2 Submatrizen berechnen. Und wenn wir dann die Determinanten der 2x2 Submatrizen berechnen, werden wir auf Determinanten von 1x1 Submatrizen stoßen. Und für die 1x1 Submatrizen ist dann angegeben, was die Determinante ist, nämlich ihr einziger Eintrag. So, man kann diese Definition benutzen, um Formeln herzuleiten für die Determinante einer 2x2 und einer 3x3 Matrix. Die sind hier in diesem Theorem gegeben. Also wenn A eine 2x2 Matrix ist, dann ist die Determinante von A gegeben als A11 mal A22 minus A12 mal A21. Man kann das auch kurz zusammenfassen als Produkt der Diagonalelemente minus Produkt der Nicht-Diagonalelemente. Und das ist auch dieselbe Differenz, die Sie schon im Inversen einer 2x2-Matrix auf einer der vorherigen Folien gesehen haben. Für eine 3x3-Matrix A gilt, dass die Determinante angegeben ist durch diese komplexe Formel hier, die ich jetzt nicht vorlese, Gleichung 47. Wir können also zusammenfassen, was wir jetzt auf diesen beiden Folien gesehen haben, wie folgt. Die Determinante einer 1x1-Matrix ist identisch mit ihrem einzigen Eintrag. Die Determinante von 2x2 und 3x3-Matrizen kann man mit Hilfe der Saroschen Merkregel berechnen, also Summe der Produkte auf den Diagonalen minus Summe der Produkte auf den Gegendiagonalen. Wobei bei 3x3-Matrizen sich das Ganze auf dieses Schema hier bezieht. Das heißt, man muss die erste und die zweite Spalte der Matrix nochmal daneben schreiben, damit man dann also diese Hauptdiagonalen hier, 1, 2, 3 und die Nebendiagonalen, 1, 2, 3 bilden kann. Da war eine Frage. Ich habe eine Frage zu den Selbstkontrollfragen. Ja. Das Theorem beziehen. Also vielleicht war das auch ein Teil, wo der jetzt irgendwie nochmal überarbeitet wurde, aber da steht ja gegen Sie die Formel für die Determinanten und dann ist es eigentlich genau der Term von 1 und von 2, aber da steht nicht die echte Zahl 2 mal 2, sondern nur 2. Ach so. Fehlt da noch das mal 2 oder ist es da irgendwie anders und dann hat es einfach nicht verstanden? Da steht das oder was? Genau. Ja, das ist ein Fehler. Okay. Also ist genau das quasi. Ich habe es jetzt nicht vor Augen und ich will jetzt auch nicht die 30 Slides durchscrollen, aber das hier wäre ja ein zweidimensionaler Vektor. Das heißt, es geht um 2 mal 2. Ja. Danke für den Hinweis. Schreibe ich mir auch auf. Können Sie mal sagen, welche Selbstkontrollfrage das ist? Das ist 10 und 11. 10 und 11, dankeschön. Okay, gut. Formeln zur Berechnung von Determinanten von 2x2 und 3x3-Matrizen kann man herleiten. Überspringe ich jetzt, machen wir später. Wir wollen stattdessen die Determinanten von ein paar Beispielmatrizen berechnen. Und die habe ich einmal hier angeschrieben. Und wir benutzen dabei die Formeln, die wir auf dem vorherigen Folie gesehen haben. So, wir haben hier 2x2 Matrizen. 2, 1, 3, 4, das ist Matrix A. Und 1, 0, 0, 0, das ist Matrix B. Dann berechnen wir die Determinante von A. Das wäre 2 mal 4 minus 1 mal 3. 2 mal 4 minus 1 mal 3 ist gleich 8. Minus 3 ist gleich 5. Dann haben wir die Matrix B. Da wäre diese Differenz 1 mal 0 minus 0 mal 0. Und das ist also 0 minus 0 und 0 minus 0 ist 0. Das heißt, die Determinante dieser Matrix B ist 0. Jetzt kommen wir zu der Matrix C, die hier steht. Und für die Matrix C
will ich jetzt mal diese Sarrosche Merkregel hier anwenden. Das heißt, ich schreibe die erste und die zweite Spalte noch einmal daneben. Und dann haben wir hier die Hauptdiagonalen. 1, 2, 3. Und die Gegendiagonalen. 1, 2, 3. Hießen die Gegendiagonalen oder Nebendiagonalen? Gegendiagonalen, ja. Gut. So. Was wir hier sehen, ist, dass es nur eine Diagonale gibt, bei der alle Elemente nicht 0 sind. Alle anderen Diagonalen enthalten mindestens ein Element 0. Hier sind 0, hier sind 0, hier sind 0, hier sind 0, hier sind 0. Das bedeutet, dass diese hier, die Hauptdiagonale, die einzige ist, die die ausschließlich nicht 0 enthält und bei der das Produkt auf dieser Diagonale demzufolge auch nicht 0 ist. Das heißt, die Determinante dieser Matrix ist 2 mal 1 mal 3, minus 0, minus 0, minus 0, minus 0 für die anderen Diagonalen, und das ist 6. Das heißt, die Determinante dieser Matrix ist 6. Es gibt ein paar Rechenregeln für Determinanten, die bei der Herleitung bestimmter Theoreme ganz hilfreich sind, und das sind die folgenden. Einmal der Determinanten-Multiplikationssatz, das heißt, die Determinante eines Matrixprodukts ist das Produkt der Determinanten dieser Matrizen. Die Invarianz der Determinante unter Transposition, das heißt, die Determinante einer Matrix A ist gleich der Determinante der Transponierten dieser Matrix A. Das gilt für quadratische Matrizen, aber Determinanten sind sowieso nur für quadratische Matrizen definiert. Das Verhalten der Determinante bei Matrixinversionen, das heißt, dass die Determinante des Inversen einer Matrix ist gleich das Inverse der Determinante dieser Matrix. Ja, Sie sehen, dass hier diese Eigenschaften Determinante, Produkt, Inverses schön miteinander harmonieren. Und dann gibt es noch eine Aussage über Determinanten für Dreiecksmatrizen. Also für Dreiecksmatrizen gilt, dass die Determinante gleich dem Produkt aller Diagonaleinträge A, I, I von I gleich 1 bis N entspricht. Dreiecksmatrix zur Erklärung ist eine Matrix, bei der alle Einträge oberhalb der Diagonalen oder alle Einträge unterhalb der Diagonalen 0 sind. Ja? Die Einheitsmatrix ist eine spezielle Form der Dreiecksmatrix, weil da sowohl alle Einträge oberhalb als auch alle Einträge unterhalb der Diagonale 0 sind. Das heißt, die Einheitsmatrix ist ein Spezialfall einer Dreiecksmatrix und damit gilt auch diese Aussage hier in Gleichung 59. Und damit kann man auch die Determinante der Einheitsmatrix berechnen. Und zwar ist das das Produkt aller Diagonalelemente. Das Produkt aller, die Diagonalelemente bei einer Einheitsmatrix sind aber alle 1. Wenn man jetzt 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1 rechnet und das n mal, ist es immer noch 1. Das heißt, die Determinante aller Einheitsmatrizen wäre 1. Sie haben eine Frage. Nummeriere die jetzt mal durch von 1 bis 6. Ja? Also das hier ist Nummer 1. Die hier. Das hier ist Nummer 2. Und das ist Nummer 3. Das sind erstmal die Diagonalen. Hauptdiagonalen. Nein, Hauptdiagonal nicht, weil Hauptdiagonale ist, glaube ich, nur diese hier. Also die Diagonalen, die nach rechts unten zeigen, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir hier. Das hier ist Nummer 6. 0 mal 1 mal 0. Dann gibt es dann markiere ich die mal so, das ist Nummer 6. Dann haben wir noch 0 mal 0 mal 0, das wäre dann, ja, das ist auch ein Typo, weil das ist vermutlich hier die Nummer 5. Da müsste also 2 mal 0 mal 0 stehen. Und dann haben wir noch 0 mal 0 mal 3, das ist diese hier, Nummer 4. Entschuldigung, ist das klar geworden? Ja, gut, das heißt, ich schreibe mir das auch mal auf. Vielen Dank für den Hinweis.
vorher 40. Gleichung 55. Ja, also das wünscht man sich natürlich, dass die Studierenden solche Adleraugen haben und alle Typos finden, die man selber noch gar nicht gefunden hat. Gut. Ja, haben Sie Fragen zu den Rechenregeln für Determinanten oder warum die Determinante aller Einheitsmatrizen 1 ist? Nein, gut. Dann gibt es noch einen interessanten Zusammenhang zwischen Invertierbarkeit einer Matrix und der Determinante dieser Matrix. Und der ist der Gestalt, dass eine Matrix A genau dann invertierbar ist, wenn die Determinante nicht 0 ist. Und das gilt in beide Richtungen. Ja? Also wenn A invertierbar ist, dann ist die Determinante nicht 0. Und wenn die Determinante nicht 0 ist, dann ist die Matrix invertierbar. Und wenn die Determinante 0 ist, dann ist die Matrix nicht invertierbar. Und wenn sie nicht invertierbar ist, dann ist die Determinante 0. Gut. Das kann man beweisen, da beschäftigen wir uns später mit. Aber Sie haben schon anhand der Beispiele hier gesehen, dass es da so eine Übereinstimmung gibt. Ja? Also, Entschuldigung, ich gehe mal wieder zurück, das sind nicht diese Beispiele hier gemeint, sondern diese hier. Ja? Also die Matrix A hat ein Inverses und eine Determinante von 5. Und die Matrix B ist nicht invertierbar und hat die Determinante 0. Ja, das ist kein Beweis dieses Theorems, aber dieses Beispiel ist quasi so angelegt, dass wir da eine invertierbare und eine nicht invertierbare Matrix haben, die dann eben eine Determinante ungleich 0 und eine Determinante gleich 0 haben. Gut. Wir wollen uns jetzt zum Ende dieses Abschnitts noch eine Abbildung anschauen, die Ihnen vielleicht eine visuelle Intuition von dem Konzept der Determinante vermittelt. Und zwar betrachten wir wieder eine quadratische Matrix A und die Spalten dieser Matrix seien gegeben als die Spaltenvektoren A1 bis AN, n-dimensionale Spaltenvektoren. Dann entspricht die Determinante dem mit einem Vorzeichen versehenen Volumen des Parallelotops, der durch diese Spaltenvektoren aufgespannt wird. Parallelotop ist eine dreidimensionale oder mehrdimensionale Entsprechung von einem Parallelogramm. Ja? Wir sind hier im Fall n gleich 2. Da haben wir eine Fläche und ein Parallelogramm. Parallelogramm, zur Erinnerung, ist ein Viereck, bei dem gegenüberliegende Seiten parallel sind. Und dazu haben wir hier einmal drei Beispiele. Also die erste Matrix A1 hat die Spaltenvektoren 3, 1 und 1, 2. So, wenn man die jetzt hier nochmal aneinander legt, dann erhält man dieses Parallelogramm. Und die Determinante dieser Matrix ist 3 mal 2 minus 1 mal 1 gleich 5. Das heißt, der Flächeninhalt dieses Parallelogramms wäre 5. Man kann diesen Zusammenhang auch für einen Spezialfall überprüfen, indem wir zum Beispiel ein Rechteck nehmen. Ja? Also in diesem Fall ist es sogar ein Quadrat, weil die beiden Spaltenvektoren der Matrix A2, 2, 0 und 0, 2 die gleiche Länge haben. Das hier ist 2, 0 und das hier ist 0, 2. Die spannen ein Quadrat auf mit der Seitenlänge 2. Der Flächeninhalt dieses Quadrates ist 4. Und das ist das, was auch bei der Determinante von A2 rauskommt. 2 mal 2 minus 0 mal 0 ist gleich 4. So, und dann gibt es noch einen anderen Spezialfall, an dem man die Richtigkeit dieses Theorems auch erkennen kann, nämlich den Fall, in dem die Spaltenvektoren in die gleiche Richtung zeigen. Ja, hier haben wir die Matrix A3 mit den Spalten 2, 2 und 2, 2. Und wenn wir diese Vektoren so aneinander legen wie in den beiden Fällen zuvor, dann erhalten wir gar kein Parallelogramm. Oder, um es anders auszudrücken, ein Parallelogramm mit dem Flächeninhalt 0. Und das ist auch das, was die Determinante abbildet, weil die Determinante der Matrix A3 sich als 0 ergibt. Okay, so das ist eine Intuition zur Determinante im zweidimensionalen Bereich. Dann kann ich Ihnen noch kurz eine Geschichte erzählen, woher eigentlich der Ausdruck Matrix kommt oder wieso wir das heute als Matrix bezeichnen. Vieles von dem, was wir heute in der Mathematik als lineare Algebra kennen, ist so in der Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts
entwickelt worden, unter anderem von ihm hier, James Joseph Sylvester. Und man kannte zu dem Zeitpunkt bereits Determinanten. Ja, also man kannte Determinanten im Sinne allgemeiner Vorschriften zur Lösung linearer Gleichungssysteme. Könnte man zum Beispiel Cramer'sche Regel oder sowas googeln. Das ist also das, was es vorher schon gab. Dann hat Sylvester den Begriff der Matrix eingeführt und man hat alle diese Zusammenhänge, diese tiefergehenden Zusammenhänge zwischen Matrizen auf der einen Seite und Determinanten herausgefunden, gefunden, bewiesen. Und aus dem Grund hat dann also Sylvester diese rechteckige Anordnung von Zahlen Matrix, also lateinisch für Gebärmutter genannt, weil die Matrix für ihn der Ort waren, wo die Determinanten geboren werden. Also die Determinanten sind quasi das, die Determinanten kommen aus der Matrix raus. Und das ist der Grund, warum wir heute von einer Matrix oder von Matrizen sprechen. Hat also nichts mit dem Film zu tun. Gut, gibt es Fragen bis hierhin? Okay, dann kommt jetzt noch ein ganz kurzer Abschnitt zur Spur einer Matrix und dann können wir noch eine Pause machen und uns für die mathematischen Beweise in Stimmung bringen. Die Spur einer Matrix ist auch wieder für quadratische Matrizen definiert. Die Spur einer Matrix ist definiert als die Summe über alle Diagonalelemente AII von I gleich 1 bis N. Ja? Wir bezeichnen die Spur einer Matrix mit Tr von A. Tr steht für Trace und Trace ist Englisch für Spur. In R kann man die Spur einer Matrix mit Summdiag A berechnen. Also Diag von A extrahiert zunächst einmal die Diagonale dieser Matrix und als Vektor und Summ bildet dann also die Summe über diesen Vektor. Hier unten ist ein Beispiel, die Matrix 3, 2, 1, 8, 1, 7, 4, 5, 2. Die Spur wäre 3 plus 1 plus 2. Ja? Also genauso, einfach die Diagonale ablaufen und aufsummieren. Und das zeigt Ihnen auch, dass hier die Nicht-Diagonalelemente für die Berechnung der Spur quasi keine Rolle spielen. So, da gibt es wieder sowas wie Rechenregeln für die Spur einer Matrix, die hier als Eigenschaften der Spur zusammengefasst sind. Es gilt zum Beispiel die Invarianz bei Transposition. Das heißt also, die Spur des Transponierten einer Matrix ist gleich die Spur der originalen Matrix. Die Linearität der Spur, das heißt also die Spur einer gewichteten Summe von Matrizen, wobei C und D reelle Zahlen sind, ist die gewichtete Summe der Spuren der individuellen Matrizen. Dann die Reihenfolgeninvarianz, das heißt, dass die Spur des Matrixprodukts AB gleich die Spur des Matrixprodukts BA ist. Selbst wenn AB und BA unterschiedliche Größen haben. Und dann gibt es noch die zyklische Permutationsinvarianz, das heißt für quadratische Matrizen A, B, C ist es so, dass Sie diese Matrizen durchtauschen können, aber nicht in beliebiger Reihenfolge, sondern nur zyklisch. Das heißt, indem Sie sie von hinten nach vorne bringen zum Beispiel. Ja? Also die Spur von A, B, C ist identisch mit der Spur von C, A, B, ist identisch mit der Spur von B, C, A, ist aber nicht identisch mit der Spur von A, C, B. Also Sie können nicht einfach C, B vertauschen. Sie müssen das C nach vorne bringen. Und dann das B nach vorne bringen, zum Beispiel. Gut, diese Eigenschaft kann man übrigens auf beliebig viele Matrizen erweitern, also dieses zyklische Durchtauschen, wenn die Matrizen passende Größen haben. Und man kann natürlich auch die Spur der Einheitsmatrix berechnen. Die Spur der Einheitsmatrix ist die Anzahl der, ist die Summe der Diagonalelemente. Bei der Einheitsmatrix sind die Diagonalelemente alle 1. Eine n-dimensionale Einheitsmatrix hat n Diagonalelemente, die 1 sind. Das heißt, die Spur der n-dimensionalen Einheitsmatrix ist n. Gut, dazu gibt es auch Beweise, können wir uns dann später anschauen. Abschließend noch ein Wort zu den Selbstkontrollfragen. Sie haben hier zwei Seiten mit Selbstkontrollfragen für diese Vorlesung. Und da haben Sie jetzt hier unten ab Frage 13 Fragen, die sich auf die speziellen Matrizen beziehen, die ich auf die nächste Sitzung verschoben habe. Ja? Also das heißt, wenn Sie jetzt dieses Material zum Vorbereiten auf die Klausur verwenden, Grüße 4 Monate in die Zukunft, dann
ist also die Lösung für diese Selbstkontrollfragen 13 bis 18 finden Sie in den Folien der nächsten Folien. Ich war jetzt bloß, hatte jetzt bloß keine Lust, irgendwie die Selbstkontrollfragen zwischen den Vorlesungen hin und her zu schieben. Gut, dann machen wir an der Stelle nochmal eine Pause. Schön. So, haben sich jetzt erstmal nach der Vorlesung noch Fragen ergeben zu bestimmten Themen? Wofür Determinanten und Spuren überhaupt berechnet werden? Ja, also ich kann Ihnen ja mal kurz was dazu sagen. Also wir werden in Sitzung 4 multivariate Normalverteilung einführen. Und die sind deshalb wichtig, weil das die Datenverteilung in unseren Modellen ist, zum Beispiel beim allgemeinen linearen Modell, bei der multivariaten Varianzanalyse und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, das heißt die Funktion, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, einen bestimmten Zufallsvektor zu beobachten, der multivariat normal verteilt ist, lautet wie folgt. Das ist also die Funktion, die hat einen Erwartungswert und eine Kovarianzmatrix, vermutlich haben Sie sowas schon mal gehört, und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist, ergibt sich so, das ist 1 durch Wurzel 2pi hoch n, wobei x ein n mal 1 Zufallsvektor ist, ein n-dimensionaler Zufallsvektor ist, mal die Determinante von Sigma, der Kovarianzmatrix, mal Exponentialfunktion minus 1/2 x minus μ transformiert, Sigma invers x minus μ. Klammer zu. So. Das sieht sehr ähnlich zu dem aus, was Sie vermutlich in der Schule als gaußsche Glockenkurve, univariate Normalverteilung kennengelernt haben, oder auch im Bachelor. Da hieß das Ganze hier x minus μ Quadrat geteilt durch Sigma Quadrat. Ja? Und das ist also die multivariate Erweiterung der Normalverteilung. Das heißt, wenn wir mehrere Zufallsvariablen betrachten. So. Und jetzt könnte ich natürlich, wenn wir zur multivariaten Normalverteilung kommen, Ihnen das einfach hinwerfen und sagen, das hier ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Dann würden Sie mich fragen, was bedeuten eigentlich diese senkrechten Striche hier und wofür steht das t und was ist hoch minus 1? Und das ist ja genau das, was wir heute kennengelernt haben. Ja? Das ist die Determinante der Kovarianzmatrix. Das ist die Transposition von x minus y, also aus dem n mal 1 Vektor wird dabei ein 1 mal n Vektor. Und das ist das Inverse der Kovarianzmatrix. Das sind alles Dinge, die so halt in der multivariaten Statistik vorkommen. Und wenn ich Ihnen nicht sagen würde, was das ist, dann würden Sie halt nur ein ungefähres Verständnis davon haben, was das ist. Spur ist jetzt hier nicht vorgekommen, aber das sind dann andere Vorlesungseinheiten, wo die Spur nochmal relevant wird. Genau. Ja, so dann kann ich, wie angekündigt, noch zu den Beweisen kommen. Und dass wir einmal halt hier dieser Zusammenhang von Matrixmultiplikation und Transposition. Ja? Ich hatte gesagt, wenn Sie ein Matrixprodukt transponieren, dann ist das Ergebnis davon nicht das Produkt der transponierten Matrizen in derselben Reihenfolge, sondern eine umgekehrte Reihenfolge. Und das hat folgenden Grund, man kann das natürlich beweisen. Das hier ist die Matrix AB. Die hat laut dem, was hier in dem Theorem steht, die Größe m mal n und n mal k. Das sind A und B. Das heißt, diese Matrix wird die Größe m mal k. Ja? Und die wollen wir jetzt transformieren. So, das können wir tun, indem wir zunächst einmal die Definition der Matrix AB entsprechend des Matrixprodukts hinschreiben. Das ist die Summe über alle AJI, BIL von I gleich 1 bis N, wobei J von 1 bis M geht und L von 1 bis K geht. Ja? Und das Ganze wollen wir transponieren. So. Was erhalten wir denn, wenn wir eine M mal K Matrix transponieren?
Also, welche Größe hat die Matrix, wenn wir die transponieren? Transponieren, vertauschen Zeilen und Leiden. Ja, K mal M. Richtig, das ist eine K mal M-Matrix. So. Und damit das eine K mal M-Matrix ist, müssen wir natürlich die Matrizen hier in geeigneter Weise multiplizieren. So. Wir schauen uns zunächst mal an, was hier passiert, wenn wir transponieren. Transponieren heißt, wir vertauschen Zeilen und Spalten. Das heißt, wir können das umformen, indem wir hier das I und das J tauschen und das I und das L. Dann stehe ich hier, und ich wende jetzt hier die äußere Klammer an, ja. Dann steht hier A, I, J, B, L, I. Mit denselben Laufindizes, wie hier schon steht. So, jetzt haben wir ein Problem, und zwar haben wir jetzt in den Laufindex I, hier nicht in den äußeren Dimensionen, wie wir das aber fürs Matrixprodukt brauchen. Ja? J die Zeile von A, L die Spalte von B. Aber wir können das ja machen, indem wir hier die beiden Faktoren vertauschen. Dann steht hier B, L, I mal A, J. So, und jetzt müssen wir hier auch die Laufindizes vertauschen, das heißt L von 1 bis K. Und J geht von 1 bis 2. So, und das ist ein Skalarprodukt aus der L-ten Zeile von B und der J-ten Spalte von A. Und die erhalten wir, wenn wir die beiden Matrizen transponieren. Jetzt können wir überprüfen, ob das stimmt. B soll die Größe M mal K haben. Also ist B transponiert K mal M. A soll die Größe M mal M haben, also ist A M mal M. So, jetzt sehen wir, dass wieder die inneren Dimensionen übereinstimmen und die äußeren Dimensionen sind K und M. Was richtig ist, weil wir gesagt haben, dass das Transponierte einer M mal K-Matrix eine K mal M-Matrix ist. Ja? Also vielleicht noch ein allgemeines Wort zu beweisen. Mit Beweisen überzeugen wir uns von der Richtigkeit einer bestimmten Aussage. Das heißt, wenn wir den Beweis einmal geführt haben, können wir den natürlich vergessen und trotzdem nochmal weiterarbeiten, weil die Wahrheit oder Falschheit dieses Theorems ändert sich jetzt ja nicht, ob wir jetzt den Beweis im Kopf behalten oder nicht. Das heißt, natürlich können Sie irgendwie für Ihre Vorbereitung auf die Klausur auch die Beweise ignorieren. Ich finde, dass es manchmal ganz hilfreich ist, um zu verstehen, warum eine Sache gilt. Ja, also hier ist ein gutes Beispiel. Die Matrix AB transponiert kann gar nicht A transponiert B transponiert sein, weil die gar nicht die richtige Größe hätte. Man braucht B transponiert A transponiert. Und ich denke, es ist auch viel leichter, die Dinge auswendig zu lernen, wenn man halt sich mit dem Beweis auseinandergesetzt hat, weil man dann merkt, dass man es oft gar nicht mehr auswendig lernen muss, weil man dann irgendwie schon so eine logische Argumentationskette hat, der man folgen kann. Okay, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Beweis. Sie können natürlich auch andere Fragen stellen, wenn Sie wollen. Ansonsten mache ich einfach weiter. Hier haben wir die Einheitsmatrix als neutrales Element der Matrixmultiplikation. Und da habe ich ein Beispiel vorgerechnet, ja? Nämlich zweidimensionale Einheitsmatrix mal diese Matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir haben gesehen, dass wieder die Matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6 rauskommt. Das ist natürlich kein allgemeingültiger Beweis. Und den allgemeingültigen Beweis, den findet man eben hier. Das heißt, wir haben eine Matrix A, die ist n mal m. Und wir betrachten jetzt die Matrix B. Die Matrix B hat die Einträge B, I, J. Und die soll definiert sein als I, n mal A. I, n ist die n-dimensionale Einheitsmatrix. Die hat die Größe n mal n und A hat die Größe n mal m. Das heißt, was da rauskommt, ist auch wieder n mal m. Das ist schon mal gut, weil hier behauptet wird, dass B gleich A sein wird. Gut, jetzt betrachten wir uns mal den Eintrag B, I, J. Für B, I, J muss elementweise multipliziert und aufsummiert werden die I-te Spalte von I, n und die J-te Spalte von A. Was ist aber die I-te Spalte von I, n?
Entschuldigung, die i-te Zeile von IN. Nehmen wir mal die dreidimensionale Einheitsmatrix. Das ist die erste Zeile, das ist die zweite Zeile, das ist die dritte Zeile. Wir sehen, die i-te Zeile von I3 hat an der i-ten Stelle eine 1 und sonst überall 0. Ja? Das heißt, wir können das Element BJ von diesem Matrixprodukt wie folgt berechnen. Das ist 0 mal A1J, das ist der erste Eintrag in der i-ten Zeile von IN. Und das ist der erste Eintrag in der j-ten Spalte von A. Plus und so weiter, dann geht das weiter, bis wir bei A i minus 1 j sind. Das ist der letzte Eintrag vor dem i-ten Eintrag, der 0 ist. Dann kommt ein Eintrag in der i-ten Zeile der Einheitsmatrix, der 1 ist. Und der wird mit A i j multipliziert. Dann kommt der nächste Eintrag danach, der ist wieder 0. Hier sind wir jetzt beim Element A, I1, plus 1, J, plus und so weiter, dann geht es bis A, N, J. Also bis zu dem n-ten Element der J-Spalte von A. So, nochmal, die i-te Zeile der Einheitsmatrix hat überall Nullen, außer an der i-ten Stelle. Ja? Und jetzt können wir ja dieses Summe ausrechnen. Hier steht überall 0, 0, 0, 0. Nur hier bleibt das Produkt erhalten. Und da ist das Produkt AIJ. Damit haben wir gezeigt, dass BIJ gleich AIJ ist. Und damit, dass die Matrix B der Matrix A entspricht. Dasselbe könnten wir jetzt natürlich auch für die Matrix A mal IM machen. A rechtsseitig mit der m-dimensionalen Einheitsmatrix multipliziert wird, aber das spare ich mir jetzt mal. Ich bin ja noch ein bisschen verwirrt, wie das jetzt ist, woher jetzt die 0 kommt, beziehungsweise warum jetzt erstmal ein paar 0 kommen und dann plötzlich eine 1. Ja, also ich habe jetzt hier, wir können das ja mal für den dreidimensionalen Fall aufschreiben, ja? Sagen wir mal, wir haben hier n gleich 3 und hier 3 mal n. Ist egal, ja? Oder sagen wir mal einfach beispielsweise 3 mal 4. Mhm. So. Dann haben wir hier i3. i3 ist diese Matrix. Mhm. Und wir wollen berechnen den Eintrag bij, das heißt den j-Spalte in der i-ten Zeile. So, dafür müssen wir die i-te Zeile der Einheitsmatrix nehmen. Wir können ja mal wirklich das Zahlenbeispiel nehmen, nämlich indem wir den Eintrag b, 2, 1 berechnen. Ja? Das wäre also, na gut, jetzt muss ich hier auch wieder eine Matrix hinschreiben. Erste Spalte, 1, 2, 3. Und hier sollen noch drei weitere Spalten. Das ist die Matrix A und das ist die Matrix I3. Mhm. Und jetzt, um den Eintrag B21 zu berechnen, brauchen wir, das ist das, was ich in der Vorlesung für die ganze Zeit gemacht habe, zweite Zeile von I3, erste Spalte von A. Das heißt, wir rechnen 0 mal 1 plus 1 mal 2 plus 0 mal 3. So. Und was ich jetzt eben gerade an die Tafel geschrieben hatte, sollte diesen Prozess allgemein zu Papier bringen, indem wir also Nullen haben, so lange, bis wir zu diesem Element kommen, dann haben wir eine 1, das wird mit irgendwas multipliziert, und dann danach haben wir wieder Nullen. Denn das muss ja keine Einheitsmatrix I3 sein, es kann ja auch die Einheitsmatrix I10 sein, zum Beispiel. Ja? Und dann wäre dieses Ergebnis hier 2, und das ist auch das Ergebnis von, das ist auch der Eintrag A21. Und das ist der Grund, warum das übereinstimmt. So, dann haben wir die Inverse einer 2x2-Matrix. Und warum das eigentlich funktioniert. Ja?
Hier steht, dass die Inverse einer 2x2-Matrix diese Form hat. A invers ist gleich 1 durch die Determinante mal das. Und ich werde das jetzt mal überprüfen, indem ich einfach dieses Matrixprodukt ausrechne. A invers mal A. So, dann schreibe ich zunächst mal A invers hin. Das ist A11 mal A22 minus A12 mal A21 mal. Dann kommt das, was hier als Inverse angegeben ist, A22 A minus, minus A12 minus A21 A22. Und dann kommt die originale Matrix A, also A11, A12, A21, A22. So. Jetzt rechne ich das aus. Dabei bleibt zunächst der Vorfaktor hier einmal stehen. Den schreibe ich erstmal einfach nochmal hin. Und dann wollen wir das Produkt dieser beiden Matrizen berechnen. Ja? Welche Größe wird das Produkt dieser beiden Matrizen haben? Richtig. Aus 2 mal 2 und 2 mal 2 wird 2 mal 2. Da haben wir den Fall, wo die inneren und die äußeren Dimensionen sogar gleich sind. So, das heißt, ich bereite hier eine 2x2-Matrix vor. Jetzt kommen wir einmal zu dem Eintrag 1, 1. Dafür brauchen wir die erste Zeile hier und die erste Spalte hier. Das Ergebnis davon ist A22 mal A11 minus A12 mal A21. Jetzt machen wir dasselbe mit der zweiten Spalte. A22 mal A12 minus A12 mal A22. Jetzt brauchen wir für den Eintrag 2,1 die zweite Zeile und die erste Spalte. Minus A21 mal A11 plus A22 mal A21. Jetzt noch die zweite Zeile und die zweite Spalte. Dann kommen wir auf A minus A21, A12 plus A22 mal A22. Ich habe einen Fehler gemacht. Hier muss nämlich A11 stehen. 1, 1 mal A22 und demzufolge muss das hier. So, jetzt schreibe ich hier wieder den Vorfaktor hin. Und jetzt schauen wir uns diese Matrix mal genauer an. Zunächst einmal die Nicht-Diagonalelemente. Hier steht A22 mal A12 minus A12 mal A22. Das ist das Gleiche. Da gibt 0. Hier steht minus A21 plus A11 plus A11 mal A21. Das Gleiche ergibt 0. Und diese beiden Einträge hier auf der Diagonale haben dieselbe Form wie das, was hier unter dem Bruchstrich steht. A11 mal A22, Faktoren kann man vertauschen, minus A12, A21. Und dasselbe steht hier auch A11, A22, minus A12, A21. Hier steht 0, da steht 0, wie wir eben festgestellt haben. So, jetzt können wir eine Skalarmultiplikation durchführen. Das heißt, wir multiplizieren diese Matrix mit diesem Faktor, 1 durch das. So, hier haben wir irgendeine Differenz und hier haben wir dieselbe Differenz. Irgendeine Differenz geteilt durch dieselbe Differenz ist 1. Das heißt, wir erhalten die Matrix 1, 0, 0, 1. Und das ist die zweidimensionale Einheitsmatrix. Und so hat sich auf magische Weise alles zusammengeführt. Was haben wir noch? Zu der invertierten Matrix noch. Ja. Also so als einfach invertierte Matrix könnte es dann dazu kommen, dass man so eine in der Klausur rechnen muss? Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass das Berechnen von inversen Matrizen per Hand, das machen wir hier nicht. Mhm. Auch nicht im Seminar. Und deshalb wird es so eine Klausurfrage nicht geben. Man könnte natürlich sagen, Sie lernen die Formel für das Inverse einer 2x2-Matrix auswendig und dann wenden Sie die einmal in der Klausur an. Ja, halte ich jetzt nicht so viel von. Also, wozu man diese Inverse einer 2x2-Matrix braucht, ist insbesondere, wenn halt
eine 2x2-Matrix auftaucht. Zum Beispiel gibt es bestimmte, die invertiert werden sollen. Zum Beispiel gibt es bestimmte Designs, im allgemeinen linearen Modell, wo man eine Designmatrix mit zwei Spalten hat. Wenn man dann die Designmatrix mit sich selbst multipliziert und invertiert, dann hat man so einen Fall, 2x2-Matrix, die invertiert werden muss. Und dafür kann man das mal benutzen in der Herleitung, aber dafür müssen Sie das halt nicht auswendig kennen, sondern da können Sie ja googeln oder bei Wikipedia eingeben, Inverse einer 2x2-Matrix, und dann erhalten Sie die Formel. Also nein, in der Klausur wird man nicht Matrizen invertieren müssen. Auch nicht 2x2-Matrizen. Ja. So, dann hatten wir hier diese Formeln für Determinanten gesehen, die ich dann nicht bewiesen habe. Da würde ich mich jetzt mal kurz mit beschäftigen. Also bei der 2x2-Matrix ist das ja noch recht einfach und ich finde das sehr instruktiv, weil man dort bei diesem Beweis auch einmal sieht, wie das Ganze mit den Submatrizen und der rekursiven Berechnung funktioniert. Ja? Also ich schreibe hier zunächst einfach mal eine 2x2-Matrix an. A11, A12, A21, A22. Das ist eine allgemeine 2x2-Matrix. Diese vier Zahlen könnten alles Mögliche sein. Und jetzt wollen wir die Determinante dieser Matrix berechnen. Das heißt, wir schreiben zunächst einfach mal die allgemeine Formel hin, die hier steht. Ja, und dann erkläre ich gleich, was die gesagt. Summe über alle j gleich 1 bis n von a1j mal minus 1 plus 1 plus j mal Determinante der Submatrix a1j. Gut. In unserem Fall ist n gleich 2. Das heißt, wir haben zwei Summanden. Ich schreibe jetzt diese Summe einfach mal für beide Summanden aus. Im ersten Fall ist j gleich 1. a11 mal minus 1 hoch 1 plus 1 mal Determinante von a11. Plus, jetzt ist j gleich 2, a12 mal minus 1 hoch 1 plus 2 mal Determinante der Submatrix a12. So, jetzt schreiben wir mal hin, was das ist. Minus 1 zum Quadrat ist... Es ist plus 1 oder minus 1? Plus. Richtig. Minus 1 zum Quadrat ist plus 1. Das heißt, hier kann man das Vorzeichen weglassen. Und dann steht hier die Determinante von irgendwas. A11, zur Erinnerung, war die Matrix, die entsteht, wenn man die erste Zeile und die erste Spalte weglässt von der Ausgangsmatrix. Das heißt, hier ist die Determinante dieser Restmatrix gemeint, die nur noch aus dem Eintrag A22 besteht. Dann kommen wir zum zweiten Summanden. Minus 1 hoch 3 ist? Plus 1. Nein! Das wechselt immer hin und her. Ja? Minus 1 hoch 1 ist minus 1. So. Minus 1 zum Quadrat ist plus 1. Minus 1 hoch 3 ist minus 1. Minus 1 hoch 4 ist plus 1. Und so weiter. Okay. Minus 1 hoch 3 ist also minus 1. Das können wir hier als Vorzeichen aufschreiben. A12 und die Determinante der Restmatrix 1,2, die entsteht, wenn man die erste Zeile und die zweite Spalte wegnimmt. Das ist die Matrix, die nur aus dem Eintrag A21 besteht. So, was wissen wir über die Determinante von 1x1-Matrizen? Identische Eintragung, also... Richtig, ist identisch mit dem einzigen Eintrag. Das heißt, wir sind fertig, weil hier steht A11 mal A22 und das A12 mal A21. Und das ist die Formel für die Determinante einer 2x2-Matrix. Produkt, ich finde das immer hilfreich, sich das visuell vorzustellen, Produkt der Diagonalelemente minus Produkt der Nicht-Diagonalelemente. Wenn irgendwo die Selbstkontrollfrage steht, geben Sie die Formel zur Berechnung einer 2x2-Matrix wieder, dann könnte eine Klausurfrage kommen, berechnen Sie die Determinante der folgenden Matrix. Aber ist dann auch nur eine 2x2-Matrix. Ich weiß nicht, ob die Selbstkontrollfrage 3x3-Matrix auch steht. Wäre
wäre aus meiner Sicht ein bisschen zu viel verlangt, die auswendig zu lernen zu lassen, weil was soll das bringen, wenn man diese Formel auswendig lernt? Mhm. Ergibt ja keinen Sinn. Gut, dann wollen wir das Ganze nochmal für 3x3-Matrizen machen. Ich schreibe hier auch als Beispiel mal eine 3x3-Matrix an. A3, A2, A3, A2, A2, A3, 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 A3,
Deshalb machen wir jetzt immer nur die eine Richtung. Also wenn A invertierbar ist, dann bedeutet das, dass es eine Matrix B gibt, sodass A mal B gleich der n-dimensionalen Einheitsmatrix entspricht. Das ist erstmal nur die Definition der inversen Matrix. Ja? A ist eine n mal n-Matrix, also muss A mal ihr Inverses die n-dimensionale Einheitsmatrix ergeben. Also in dem Fall ist B quasi äquivalent zu A minus 1, also quasi... Richtig. Ja, B ist hier das A-Invers. Gut. Jetzt können wir uns die Determinante von A mal B anschauen. Die Determinante von A mal B ist die Determinante von In, weil A mal B gleich In ist, die n-dimensionale Einheitsmatrix. Und die Determinante von In haben wir auch besprochen, weil wir gesagt haben, die Determinante aller Einheitsmatrizen ist... Die Determinante der n-dimensionalen Einheitsmatrix ist, wir können jetzt auch raten und sagen 1 oder n. N. Nein! Ja, richtig. Also, die Determinante aller Einheitsmatrizen ist 1 und die Spur der n-dimensionalen Einheitsmatrix ist n. Da habe ich sie jetzt ein bisschen verschaukelt. Gut, so. Das heißt, wir wissen, Determinante von A mal B ist gleich 1. Wir wissen aber auch, mit dem Determinanten-Multiplikationssatz, der auf einer Folie stand, auf den Beweis haben wir verzichtet, dass die Determinante von A gleich der Determinante von B ist. So. Und das beides können wir jetzt zusammennehmen und sagen, dass die Determinante von A mal die Determinante von B gleich 1 sein muss. Daraus folgt aber, dass die Determinante von A ungleich 0 ist. Weil sonst würde diese Gleichung nicht stimmen. Ja? Wenn A, Determinante von A 0 wäre, dann wäre das auch 0. 0 ist ungleich 1. Deshalb folgt daraus, dass A invertierbar ist, dass die Determinante nicht 0 sein kann. Genau. Ja, das hat man hier auch nochmal gesehen. Das war also das visuelle Beispiel dafür. Diese Matrix A3 ist ein Beispiel für eine Matrix, die also Determinante 0 hat und die auch nicht invertierbar ist, weil alle Einträge gleich sind. Gut. Ja, dann gibt es nur noch das hier. Ich würde einmal kurz die Tafel abwischen. Sie können sich gegebenenfalls mal eine Frage ausdenken. Damit wir hier noch ein bisschen länger sitzen bleiben als bis 19.31 Uhr. Also ich habe in meinem ersten Semester mal eine Vorlesung gehabt, die ging von 19 bis 21 Uhr. Habe ich danach nie wieder erlebt. Aber ich glaube, das lag daran, dass es so ein Vertretungsprofessor war, der recht kurzfristig angefragt worden war, der es halt nicht anders organisieren konnte, als er dann sagt, ich mache die Vorlesung montags abends. Vielleicht, weil er erst montags spät nach Magdeburg kommen konnte. Gut. Dann, achso, haben Sie eine Frage? So, dann kommen wir jetzt zum letzten Kapitel von dem Spaß hier, nämlich die Eigenschaften der Spur, oder Rechenregeln für die Spur, könnte man auch sagen. Also ich fange mal mit Eigenschaft 1 an. Das braucht man im Prinzip gar nicht beweisen, weil die Spur von A ist deshalb die Spur von A transformiert, weil also die Diagonalelemente die gleichen sind. Ja? Wir hatten gesehen, dass bei der Transposition die Elemente auf der Hauptdiagonalen, also auf der ganzen Diagonalen bei einer quadratischen Matrix, unverändert bleiben. Und demzufolge sind also die Elemente AII gleich den Elementen II der transponierten Matrix. Ich schreibe das hier mal so auf. A transponiert in Klammern II. So, und wenn die Diagonalelemente gleich sind, dann muss auch die Spur gleich sein. Dann kommen wir zu Nummer 2. Und das war die Spur einer linearen Kombination von Matrizen. Also wir haben hier zwei gleich große Matrizen A und B. Die müssen gleich groß sein, weil wir sie sonst nicht addieren können. Und wir haben zwei reelle Zahlen C und D, mit denen die multipliziert werden. Jetzt sollen wir die Spur davon berechnen. Die Spur ist die Summe
über alle Diagonalen. Ja, wir setzen jetzt mal voraus, dass es n mal n Matrizen sind, das heißt, die Summe geht von i gleich 1 bis n. So, jetzt können wir den elementweisen Charakter der Skalarmultiplikation und der Matrixaddition verwenden, um das i-te Diagonalelement hinzuschreiben. Das i-te Diagonalelement wird sein c mal das i-te Diagonalelement von a, ai, plus d mal das i-te Element von b, bi. Ja? So. Das ist eine Summe. Und das hier, c und d, sind Konstanten. Die hängen nicht von i ab, das heißt, wir können sie aus der Summe rausziehen. So, wir teilen die Summe auf von ai und bi und schreiben die Faktoren vor die Summe. Dann steht hier c mal Summe aller Elemente aii plus d mal Summe aller Elemente bii. So, aber was ist Summe aller Elemente aii? Jetzt mag sie was Falsches sagen. Was sie? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist die Spur von a, ja? Weil so haben wir ja die Spur definiert. Das hier ist die Spur von a und das hier ist die Spur von b. So, das heißt, das Ergebnis davon ist c mal Spur von a plus d mal Spur von b. Und diese Eigenschaft bezeichnet man als Linearität. Ja? Linearität bedeutet zwei Sachen. Einmal bedeutet Linearität, dass man das Plus, also dass man die Summe quasi rausziehen kann, hier, und dass man Faktoren aus dem Operator, in dem Fall dem Spuroperator, rausziehen kann. Hier. Wenn diese beiden Eigenschaften erfüllt sind, spricht man von der Linearität eines Operators. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Nummer 3 und Nummer 3 besagte, war diese Eigenschaft von der Reihenfolgeinvarianz. Das heißt, dass die Spur von dass die Spur von A mal B gleich der Spur von B mal A ist. Das finde ich also schon mal ziemlich erstaunlich, dass das so ist, weil diese Matrizen A mal B und B mal A können unterschiedliche Größe haben. Ja? Also A ist hier als n mal m vorausgesetzt und b als m mal n. In dem Fall wäre also AB eine n mal n Matrix und BA wäre eine m mal m Matrix. Und trotzdem soll die Spur gleich sein. Das schauen wir uns mal an. Dazu schreiben wir zunächst mal die Diagonalelemente von AB auf. So, und das machen wir wieder mit Hilfe unserer Definition der Matrixmultiplikation. Das Element II von AB ist das Skalarprodukt der i-ten Zeile von A und der i-ten Spalte von B. Ja? Das heißt, wir können schreiben, was ist jetzt hier die Dimensionalität? M. Das innere Dimension ist M. Die Summe über alle A, I, J, das sind die Einträge der i-ten Zeile von A, mal B, J, I. Das sind die Einträge der i-ten Spalte von B. Die Klammern, die brauche ich gar nicht, weil ich ja gerade nur über ein einziges Element rede, nämlich das i-te Diagonalelement dieser Matrix. So, das gilt für alle i gleich 1 bis n, weil AB eine n mal n Matrix ist. So, jetzt machen wir dasselbe für die Matrix BA. Matrix BA ist eine m mal m Matrix mit den inneren Dimensionen m. Das heißt, hier wäre es das Skalarprodukt der j-ten Zeile von B mit der j-ten Spalte von A. Das ergibt sich als Summe über alle B, J, I mal A, I, J. J, Einträge der J-ten Zeile von B, Einträge der J-ten Spalte von A,
für, das gilt für alle, die J gleich 1 bis N. So, jetzt können wir die Spur von AB hinschreiben. Die Spur ist wie immer noch die Summe aller Diagonalelemente, das heißt, wir bilden die Summe von I gleich 1 bis N. Und wie die Diagonalelemente lauten, haben wir hier schon aufgeschrieben. Nämlich so. Das heißt, hier kommt jetzt dahinter noch Summe über alle J gleich 1 bis M. A, I, J, B, J, I. So, wir können diesen Ausdruck umformen und zu etwas anderem gelangen. Zunächst einmal werde ich die beiden Summenzeichen vertauschen. Das kann ich deshalb machen, weil hier nur in der inneren Summe was drinsteht. Ja? Also hier wird für alle I was aufsummiert und dann innerhalb von jedem I für alle J was aufsummiert. Das können wir auch schreiben als Summe von J gleich 1 bis N über alle, über Summe von I gleich 1 bis N für B, J, I, A, I, J. Ich habe jetzt zusätzlich noch die beiden Faktoren in der Summe hier vertauscht, weil das sind ja reelle Zahlen. Und bei reellen Zahlen kann man die beiden Faktoren vertauschen. Okay, und jetzt sehen wir, kennzeichne Ihnen das hier nochmal farbig, das hier ist also das hier. Und jetzt sehen wir auf magische Art und Weise, dass ich auf magische Art und Weise wieder die Diagonalelemente von BA ergeben habe. Und wir haben hier zusätzlich nur eine Summe über alle J von 1 bis N. Das ist ja schön, weil das bedeutet, dass das hier die Summe dieser Diagonalelemente ist und das ist die Spur von BA. Und damit haben wir das gezeigt. So, was jetzt die letzte Eigenschaft betrifft, die Nummer 4, könnte man denken, dass es noch komplizierter sein muss, weil wir jetzt ja 3 Matrizen haben. Tatsächlich ist es aber viel einfacher, wenn man diese Eigenschaft, die wir gerade bewiesen haben, voraussetzt. Also wir wollen die Spur von A mal B mal C berechnen. Und dazu können wir einfach hier mal Klammern setzen. Das ist die Spur von der Matrix AB mal C. Ja, wir nutzen hier einfach die Tatsache, dass die Matrixmultiplikation assoziativ ist. Das heißt, dass es keine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge wir die Matrixprodukte berechnen. Und jetzt können wir ja diese Eigenschaft hier anwenden, dass wir von 2 Matrizen die Reihenfolge vertauschen können. Das heißt, wir haben jetzt hier die Spur von C mal AB. Ich habe jetzt die beiden vertauscht. So, jetzt können wir dasselbe nochmal machen, indem wir CA einklammern. Wir rechnen zuerst CA, dann B. Und jetzt können wir wieder dieses Theorem hier anwenden, Eigenschaft 3, und B nach vorne tauschen. Und dann steht hier Spur von B mal C mal A. Und das ist genau das, was da auch steht. Gut, haben Sie Fragen dazu? Das sind die Eigenschaften der Spur. Ich kann jetzt, ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, wo die Spur einer Matrix vorkommt. Also es gibt natürlich die Matrix-Normalverteilung, was dann noch die Erweiterung der Multivariaten-Normalverteilung auf Matrizen ist, Zufallsmatrizen. Aber die kommt in der Vorlesung meines Wissens nicht vor. Ich glaube, es gibt einfach andere Inhalte, wo die Spur von Bedeutung ist. Zum Beispiel werden wir, ich glaube, nächste Woche in der Einheit zur Eigenanalyse werden wir sehen, dass für eine symmetrische Matrix gilt, dass ihre Determinante das Produkt der Eigenwerte ist und ihre Spur die Summe der Eigenwerte. Und das wiederum spielt dann später nochmal eine Rolle. Eine symmetrische Matrix, kann ich Ihnen schon mal sagen, dann wissen Sie schon mehr als Ihre Kommilitonen für eine Woche, ist eine Matrix, die, wenn man sie transponiert, gleich bleibt. Ja, also das ist gewissermaßen eine Matrix, die also hier oberhalb der Diagonale und unterhalb der Diagonale dieselben Einträge hat. A2, 1 entspricht A1, 2. Und das führt dann dazu, dass, wenn man die transponiert, sie gleich bleibt. Ja. Würde dann das bedeuten, dass eine Einheitsmatrix quasi dem entspricht? Ja, richtig. Eine Einheitsmatrix ist eine symmetrische Matrix. Eine Einheitsmatrix, also die Einheitsmatrix, die ist überhaupt ganz speziell. Die
ist ja das neutrale Element der Matrixmultiplikation. Das ist eine Dreiecksmatrix, eine obere und eine untere Dreiecksmatrix. Die Einheitsmatrix ist zudem ihr eigenes Inverses und die Einheitsmatrix ist, wie Sie sagen, auch eine symmetrische Matrix. Weil wenn man sie transponiert, dann passiert gar nichts. Also gut, das wär's für heute. Dankeschön. Wenn Sie mir noch einen haben. Ja.